FSK auf der Frequenz 93,0 MHz im Kabel 101,4. Wir dokumentieren und senden eine Diskussionsveranstaltung aus dem Politbüro vom 2. November 2016, vom Politbüro aus dem Steindamm 45 aus Hamburg. Und zwar mit Katja Kipping und Thomas Ebermann. Die beide diskutierten das Thema Antirassismus über Standpunkte und mögliche Praxis gegen scheußliche Entwicklung und faschistoide Gesinnungen. Nur Menschen mit Langzeitgedächtnis erinnern sich noch an damals, in Anführungsstrichen, als Refugees Welcome schwer angesagt war. Faktisch ist seither, etwa durch das Abkommen mit der Türkei, die Schließung der Balkanroute, die Erfindung immer neuerer, sicherer Herkunftsländer, die Verweigerung von Familiennachzug und vielem anderen mehr, dafür gesorgt worden, dass die Festung Europa kaum noch Schlupflöcher hat. Abschiebungen finden statt und weitaus größere sind in Planung. Die Süddeutsche Zeitung vom 20.09.2016 kommentiert zutreffend, dass die, wörtliche Rede in Anführungsstrichen, Bundesregierung ihre Flüchtlingspolitik auf beispiellose Weise verschärft habe und dass diese rigide Politik jenseits rhetorischer Differenzen schon längst fast alle Positionen der CSU übernommen hat. Nicht auszuschließen ist, dass Seehofers Obergrenze bald von der realen Politik unterschritten wird. Ja, das ist eine Veranstaltung vom Verdi-Fachbereich für besondere Dienstleistungen und der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Politbüro am Steindamm. Am Anfang gibt es ein paar einführende Worte von Peter Bremner, der die Moderation dann auch führt. Diskutiert wird ungefähr 2 Stunden mit Katja Kipping und Thomas Ehmermann. Alle zahlreich erschienen seid zu unserem Abend im Politbüro Antirassismus. Im Namen verschiedener gewerkschaftlicher Gruppen möchte ich euch herzlich begrüßen, die will ich kurz erwähnen. Eingeladen hat nämlich heute die Gewerkschaft GEW in Hamburg, der Verdi-Fachbereich Besondere Dienstleistungen, der Migrationsausschuss von Verdi, die DGB-Beratungsstelle Menschen ohne Papiere, Migra, und aus dem Bund, Länder- und Gemeindenbereich die Fachgruppe Soziales, Kinder- und Jugendhilfe. Mein Name ist Peter Bremme, ich arbeite im Fachbereich Besondere Dienstleistungen und ich freue mich heute, dass auch diese Sendung aufgezeichnet wird. Die Sendung wird vom FSK mitgeschnitten und demnächst, wir wissen noch nicht wann, gesendet. Wer anschließend bei der anschließenden Fragerunde nicht aufgezeichnet werden möchte, sollte das anschließend nochmal im Mikro kurz kenntlich machen, dann würden wir das hinterher rausschneiden. Bevor wir starten, möchte ich auch nochmal sagen, dass wir uns hier gemeinsam entschieden haben, dass die Einnahmen, die hier sind, abzüglich der Unkosten für das im Politbüro übliche Spendenkonto gehen, nämlich zu den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Und ich freue mich, dass ihr herzlich dass ihr so zahlreich gekommen seid, sodass halt auch einiges übrig bleibt. Wir haben für den Abend vorgesehen, dass ich eine kurze Hinführung zum Thema mache. Und dass dann die beiden Referentinnen hier in einer sogenannten, Lisa Pullitt würde sagen, Hamburg-Premiere auftreten, weil beide haben sich in der Art und Weise noch nie auf einem Podium gesehen oder begegnet. Wie wir eben festgestellt haben, schon bei einer Zigarette auf irgendeiner anderen Veranstaltung, aber noch nie live und in Farbe hier heute im Politbüro. Na, es war so, Thomas war auf der Bühne und ich war im Publikum und ich durfte dann mit ihm Backstage eine rauchen. Okay, deswegen freue ich mich besonders, heute Katja Kipping begrüßen zu dürfen. Ja. Katja ist eigentlich auch die sozusagen Urheberin dieses Abends, weil sie dieses schöne Buch geschrieben hat, Wer flüchtet schon freiwillig, das wir gelesen haben, also jetzt auch im gewerkschaftlichen Bereich, und fanden, da sind gute Analysen drin und das müsste man einfach bekannter machen. Katja hat das Buch vor ungefähr 1,5 Jahren geschrieben. Du bist Bundestagsabgeordnete auf der einen Seite und natürlich zusammen mit Bernd Rixinger Vorsitzende der Partei Die Linke. Du wirst aus dem Buch nochmal Dinge darstellen, vorstellen, aber auch den Blick nochmal zurück auf die letzten 15 Monate geben. Wir haben auf der anderen Seite Thomas Ebermann hier im Hause, ein gern gesehener Gast. Thomas ist Journalist und Konkretautor. Er schrieb Analysen zum Thema Querfront
und sprach schon vor einem Jahr vom Fake der Willkommenskultur hin zum offenen Rassismus. Herzlich willkommen. Ich würde dann noch mal kurz den Abend vorstellen, nachdem beide ungefähr 30 Minuten hier referiert haben, machen wir aus den bekannten Suchtgründen eine Pause, nämlich von 20 Minuten ungefähr, das reicht für 2 Zigaretten hoffentlich, und dann starten wir hier weiter. Dann habt ihr die Möglichkeit, aufeinander noch mal zu reagieren, wenn es dann angebracht ist. Und ich habe dann 3 Fragen vorbereitet, die ich euch dann nochmal vorstelle, und wir können dann anschließend hier in die gemeinsame Diskussion einsteigen. Okay, jetzt ist die Frage, warum haben wir heute diesen Abend aufgerufen? Und deswegen will ich ein paar Beobachtungen zum Einstieg machen. Wir haben 2013, also noch vor der sogenannten Flüchtlingskrise, in der Gewerkschaft Verdi einen Eintritt gehabt von 200 Flüchtlingen aus der Lampedusa oder später Lampedusa genannten Gruppe. Es sind die Kolleginnen und Kollegen ja gewesen, die vor dem NATO-Bombardement aus Libyen über Lampedusa nach Hamburg gekommen sind. Und wir hatten auf der einen Seite eine große Freude darüber, über diesen Schritt. Und auf der anderen Seite gab es eine massive Empörung. Beispielsweise beklebten Beschäftigte eines großen städtischen Betriebes die Türen des Betriebsratsbüros mit wutbürgerlichen und rassistischen Unmutsäußerungen zum Eintritt der Lampedusa-Flüchtlinge und der Aufforderung, dieses wieder rückgängig zu machen. Wir stellen zum anderen fest, ich rede jetzt hier nochmal von unserem Bereich, also dem Fachbereich besondere Dienstleistungen, dass engagierte Vertrauensleute für Passagierkontrolle am Flughafen zur Partei AfD wechseln. Der Mensch, von dem ich rede, ist heute Bundessprecher des Arbeitnehmerflügels der AfD, AIDA abgekürzt. Ihr neuer Slogan heißt, das neue Rot der Arbeitnehmer ist blau. Und sie fordern jetzt den DGB von außen auf, weil sie nicht mehr Mitglied sind, ihre Bildungsveranstaltungen gegen rechts einzustellen, weil das nicht mit dem Auftrag von Gewerkschaften übereinstimmt. Wir haben auf der anderen Seite ein engagiertes Tarifkommissionsmitglied aus einem Betrieb, dessen städtischer Auftrag die Zurverfügungstellung von Wohnraum für Flüchtlinge ist. Die hat jetzt ihren Job gewechselt und ist heute Schatzmeisterin der AfD in Hamburg. Ihr Parteigrillfest wurde neulich nach einem grandiosen Störmanöver der Antifa mit Polizeischutz in Wilhelmsburg beendet. Beide sind heutzutage zum Glück, muss man sagen, keine Verdi-Mitglieder oder Gewerkschaftsmitglieder. Wir fragen uns daher, warum ist es für Gewerkschafterinnen attraktiver, rassistisch und rechtspopulistisch zu agieren, als diese Entwicklungen zu bekämpfen? Wieso üben rassistisch auftretende Parteien auf Kolleginnen eine solche Anziehung auf? Und dazu nochmal einige Schlaglichter, weil das in euren Vorträgen, denke ich mal, nicht so direkt erscheint, auf Hamburg selbst. Blicken wir kurz in die jüngste Vergangenheit, so können wir feststellen, dass die regierende Sozialdemokratie in den 90er Jahren rechte und rassistische Politikansätze umsetzte und interessanterweise damit Wahlen verloren hat. Law and Order is a Labour Issue, diese von Tony Blair entliehenes Motto des Labour-Bereichs, ließ der kürzlich verstorbene Bürgermeister Henning Foscherau im Wahlkampf 1997 in Hamburg plakatieren. Die SPD erlitt danach herbe Verluste von -4,2%. Die CDU hat ein Plus zu verzeichnen von 5,5% mit über 30%. Und die DVU ist gerade nicht reingekommen. Die ist ja an diesen 0,02% an der 5%-Hürde gescheitert. Anschließend dankte der Bürgermeister Foscherau ab. Der damalige Interims-Innensenator Olaf Scholz setzte im Wahlkampf 2001 weiterhin auf dieses Rezept Law and Order und erlaubte den Einsatz von Brechmitteln gegen vermeintliche Drogendealer. Bei deren Verabreichung starb der 19-jährige Nigerianer Achidi John. Erst auf den Druck von Verbotsurteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte musste diese Praxis eingestellt werden. Der damals politisch verantwortliche Innensenator ist heute Bürgermeister. Ich mag mir gar nicht ausmalen, was ohne diesen Richterspruch heutigen Migranten in der Schanze in St. Georg oder an der Hafenstraße zu erleiden hätten, nachdem sie das Racial Profiling der Polizei überstanden haben. 2001, nach dieser Wahl, holte dann die Schill-Partei 19,4% der Stimmen, die SPD stagnierte und die CDU verlor allerdings, koalierte aber dann mit der Schill-Partei zu einer neuen Regierung. Den Rest kennen wir.
Aus der heutigen Politik will ich noch mal kurz zwei Sachen hervorheben. Schon vor den Silvesterübergriffen hat sich der rot-grüne Senat entschieden, deutlich resoluter abzuschieben. Hamburg mausert sich seitdem zur heimlichen Hauptstadt der Abschiebung. Deren Zahlen hat sich im ersten Jahr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als vervierfacht. Insgesamt mussten in den ersten 6 Monaten dieses Jahres 2066 Männer, Frauen und Kinder Hamburg verlassen. Selbst bei Abschiebungen bleibt Hamburg aber menschlich. Hamburg schiebt weniger schulpflichtige Kinder ab. Nur 22 Minderjährige wurden zwischen April und Juni abgeschoben. Und zum Glück hat das neue Ausreisegewahrsam, so heißt der Abschiebeknast am Hamburger Flughafen, sogar einen mit Stacheldraht abgesicherten Kinderspielplatz. Einlassungen wie die vom CDU-Generalsekretär Andreas Scheuer über den fußballspielenden, ministrierenden Senegalesen, den man auch als Wirtschaftsflüchtling nach 3 Jahren nicht mehr abschieben könne, wird es in Hamburg dank dieser Praxis nicht geben. Wir haben dann den Volksentscheid erlebt oder nicht erlebt. Mit der Kapitulation vor dem angedrohten Volksentscheid hat Rot-Grün faktisch die Obergrenze für Flüchtlinge eingeführt. Die Regierungsfraktionen von SPD und Grünen haben sich mit der Volksinitiative Hamburg für gute Integration auf ein Maßnahmenpaket zur Flüchtlingsunterbringung geeinigt. Zentrales Element dabei ist die 3x300-Formel. Bis Ende 2019 sollen die Unterkünfte im Durchschnitt höchstens 300 Plätze haben. Alle jetzt neu geplanten Unterkünfte werden auf maximal 300 Personen ausgelegt. Über ganz Hamburg, möglichst gerecht verteilt, kann es bis zu 300 Unterkünfte geben. Damit ist das, was wir dann als Obergrenze kennen, hier in Hamburg faktisch eingeführt. Wir wollen jetzt den Bereich Europa nicht streifen, weil ihr das macht. Und stattdessen nochmal hier die Frage aufrufen, wir als gewerkschaftliche Gruppen wollen heute eine kommentierte Analyse dazu hören, wie es zu solcher Sehnsucht nach brutalisierten und rassistischer Politik kommt und wie die erklärbar ist. Es brachte uns deshalb auf die Idee, die letzten 15 Monate und die darin enthaltenen Grundtendenzen rassistischer Politik einmal von kompetenter Seite Revue passieren zu lassen. Daher der Titel Antirassismus über Standpunkte und mögliche Praxis gegen scheußliche Entwicklung und faschistoide Gesinnung. Ich freue mich nun auf den Vortrag von Katja. Vielen Dank für die herzliche Einladung und Einführung. Ich komme aus Dresden, was nicht zu überhören ist, trotz aller Bemühungen und habe von Anfang an mich klar gegen Pegida und gegen Rassismus positioniert und habe deswegen allein bei den Briefen, bei den Mails und den Kommentaren, die ich bei Facebook bekomme, sehr direkt und unvermittelt erlebt, was für ein Ausmaß die Rechtsverschiebung hat, dass es wirklich eine breite Aufkündigung von Empathie und Mitmenschlichkeit gibt. Wir haben immer wieder, wenn ich mich in Dresden mit Leuten unterhalte, die kritisch sind, so ein Bild, ja, man hat das Gefühl, sämtlicher zivilisatorischer Lack ist ab. Im Bundestag ist das Asylrecht in mehreren Schritten verschärft worden. Das, was in Talkshows als inzwischen sagbar und eher normal gilt, hat sich komplett nach rechts verschoben. Also wir können sehr wohl sagen, dass es eine deutliche Verschärfung von Problemen gegeben hat. Das muss man analysieren und auseinandernehmen. Ich finde aber, wir müssen auch eins immer wieder machen, uns vergegenwärtigen, also zumindest das ist meine Position, dass sich eins nicht geändert hat. Nämlich was ein linker oder ein demokratisch-sozialistischer Zugang zu dem Thema ist. Und das war das Anliegen meines Buches, bewusst zu sagen, was kann Linke in dieser Situation in die Debatte einbringen. Und ich habe mich jetzt entschieden, dass ich, auch wenn es heute gar nicht so sehr um das Buch geht, am Anfang doch ein Stück vorlese. Ich bitte das auch als eine Einladung zu verstehen, weil man wird ja selber schon ganz kirre und mischucke im Kopf. Wenn du früh das Radio anmachst, hast du oft den Eindruck, dort finden Interviews und Gespräche statt, wo du denkst, bei jeder Fragestellung wird immer nur über geflüchtete Migrantinnen als das Problem gesprochen.
die Fragestellungen, die immer wieder gestellt werden, hat man das Gefühl, mein Gott, hier wird ja die Forderungsliste der AfD und von Pegida abgefragt. Und wenn man abends vorm Einschlafen die Nachrichten anmacht, hat man auch oft das Gefühl, dass es eine Thematisierung und Problembeschreibung gibt, die am Ende seines Tages den Rechtspopulisten in die Hände spielt. Und das musste man alles mal gerade rücken. Das war für mich auch die Motivation, ein Buch dazu zu schreiben. Und ich steige mal ein und ich steige bewusst ein, das passt vielleicht, wir sind ja hier in einem Theater, mit der Besichtigung eines Bildes. Und zwar nicht, weil ich jetzt hier einen Ausflug in Kunstgeschichte machen will, aber manchmal hilft ja die Beschäftigung mit Kunst und Kultur, dass man aus dem medialen Alltagswahnsinn raustritt und eine neue Perspektive einnimmt. Weil ich glaube nämlich, dass in all diesem Thema nicht nur Schlimmes drinsteckt, sondern für Linke eigentlich auch ganz viel Grund zur Hoffnung drinsteht. Vor rund 200 Jahren wird in Paris ein Gemälde des Malers Géricault ausgestellt. Diese Darstellung von Schiffbrüchigen auf bewegter See wirkte wie ein Angriff auf die etablierte Gesellschaft. Und das, obwohl dieser Maler bisher eher durch romantische Darstellungen von Reizszenen aufgefallen war und zudem das Gemälde frei von revolutionären Symbolen ist. Es zeigt schlichtweg Schiffbrüchige zwischen Verzweiflung und Hoffnung auf einem Floß im tosenden Meer. Und doch hat die Sorge der Herrschenden einen Grund. Medusa war das Flaggschiff eines französischen Fregattenverbands. Als es auf Grund läuft, sichern sich der Kapitän und die einflussreichen Passagiere die wenigen Rettungsboote. Die übrigen Passagiere müssen mit einem notdürftig zusammengezimmerten Floß auskommen. 15 Tage treibt dieses Floß auf dem Meer. In diesen 15 Tagen und Nächten kommt es zu Selbstmord, durch Hunger erzwungenen Kannibalismus und sogar zum Mord an Schwerverwundeten. Nur wenige überleben. Das Gemälde fängt den Moment ein, als die Überlebenden am Horizont ein Schiff entdecken und sich diesem entgegenstrecken. Keiner der Schiffbrüchigen hatte sich ausgesucht, auf diesem Floß zu landen. Sie trieb einzig der Wunsch zu überleben an. Und doch ist der vom Maler Géricault geschilderte Augenblick, als die wenigen Überlebenden ein rettendes Schiff erblicken, mit solcher Verzweiflung geladen, dass die Vertreter der bourbonischen Restauration dieses Bild als ersten Schritt zur Revolte gegen ihre Schienen deuteten. Als ob dieses Gemälde ihnen ihre Schmach und Schuld vor Augen führen würde. Sie befürchteten, dass dieses Aufbäumen in Verzweiflung sich zum Aufruhr entwickeln könnte. 11 Jahre später, im Juni 1830, kommt es in Paris tatsächlich erneut zu Aufständen. Mit der Darstellung und damit der Verdichtung in einem Moment drang das Leid der unterprivilegierten Passagiere der Medusa in die feine Welt der Pariser Salons ein und erinnerte an die Schuld der Eliten. Hier zeigt sich eine gewisse Parallele zu unserer heutigen Situation und den Flüchtlingsbewegungen. Mit ihnen platzt die Systemfrage in die bis dato vermeintlich heile Welt des Merkelschen Biedermeiers. Sie führen uns unserer Mitverantwortung vor Augen. Auch wenn keiner der Geflüchteten es sich wirklich ausgesucht hat und wohl eher der Wunsch auf ein besseres Leben oder Überleben sie antrieb als der Wunsch, politische Botschaften zu übersenden, so tragen sie doch eine Botschaft nach Europa. Diese lautet, so wie wir wirtschaften und handeln, wie wir arbeiten, konsumieren und Politik machen, so kann es nicht weitergehen. Mit den Flüchtlingsbewegungen stellen sich die grundlegenden Gerechtigkeitsfragen mit besonderer Dringlichkeit und ihr globaler Charakter wird sichtbar. Mit der neuen Sichtbarkeit der Geflüchteten werden auch einige ihrer Lebensgeschichten deutlich und viele dieser Geschichten sind verflochten mit einer größeren Geschichte, der Geschichte der globalen Ungerechtigkeit. Die vielen, die in großer Not die Grenzen überwinden, führen uns die Begrenztheit der kapitalistischen Ordnung heute vor Augen. Nun würde es womöglich zu weit führen, die Geflüchteten als das neue revolutionäre Subjekt, wenn auch wider Willen, zu bezeichnen. Aber ganz sicher setzen sie die Verteilungsfrage im globalen Maßstab auf die Agenda. Der Slogan der Geflüchtetenbewegung, wir sind hier, weil ihr unsere Länder zerstört, drückt genau diese Einsicht aus. Flucht ist oft eine Reaktion auf die breite Ausbeutung und Verwüstung ganzer Landstriche im globalen Süden. Das sind wir bei einem Punkt, der mir immer sehr wichtig war in allen Debatten, die Fluchtursachen anzusprechen. Und in diesem Zusammenhang kann man über ganz konkrete auch Reformschritte sprechen, wie das Verbot gegenüber Banken und Konzernen, sich an Landraub zu beteiligen, sich am Ocean Crabbing, also der Überfischung der Meere vor den Küsten Afrikas, zu beteiligen.
Man kann die EU-Agrarsubventionspolitik thematisieren. Und trotz alledem, finde ich, steht dahinter, wie ich schon geschrieben habe, eine größere Erzählung, die des globalen Ausbeutungsgefälles, kann auch nochmal ja, die historische Herleitung über den Kolonialismus machen. Und ich finde, die Bedeutung, darüber zu sprechen, hat in den letzten Monaten sogar zugenommen, weil ich beobachte eine Umdeutung im öffentlichen Diskurs. Also wenn Sie, glaube ich, von allen im Bundestag vertretenen Fraktionen, die Fraktionsvorsitzenden fragen würden, sind Sie für die Bekämpfung von Fluchtursachen, würden alle ja mit einem lauten Ja antworten. Spannend wird es dann, wenn man fragt, okay, und was unternehmen Sie jetzt, um die Fluchtursachen zu bekämpfen? Und da gibt es sozusagen gerade aus den Regierungsfraktionen auf einmal, man sagt, Fluchtursachen sollen bekämpft werden, was aber real dann passiert unter dieser Überschrift, ist nichts weiter als Flüchtlingsabwehr. Also die Abkommen, die jetzt mit den Maghreb-Staaten getroffen werden, der EU-Türkei-Deal, das läuft ja auch immer unter der Überschrift, ja, da bekämpfen wir die Fluchtursachen. Was passiert denn praktisch? Da wird ja nicht mehr Geld für wirkliche Entwicklungszusammenarbeit, die eine eigenständige ökonomische Entwicklung ermöglicht, in die Hand genommen, sondern was passiert ist, dass teilweise sehr fragwürdige Machthaber vor Ort mehr Geld bekommen, um sich militärisch aufzurüsten. Und das heißt im Klartext, man möchte, dass die Geflüchteten einfach aufgehalten werden. Die Medien verbringen ja viel Zeit damit, die Differenz zwischen Seehofer und Angela Merkel zu bearbeiten und zu inszenieren. Ich sage manchmal etwas ketzerisch, naja, die mögen sich ja streiten, aber so groß ist der Unterschied nicht. Beide sind im Zweifelsfall bereit, dass man auf ein Grenzregime setzt, was auf Sterben lassen oder aktivem Sterben basiert. Angela Merkel ist etwas zartbeseiteter und sagt, naja, das sollte möglichst nicht dort sein, wo deutsche Kameras das aufnehmen, dass es abends über den Fernseher geht. Es soll möglichst irgendwo sein, wo man es mit der Pressefreiheit nicht so ernst nimmt. Ach, da kommt es uns auch total zugute, dass der Erdogan das mit der Pressefreiheit jetzt nicht mehr so wichtig oder sowieso nicht so wichtig nimmt, aber jetzt noch mal mehr eingeschränkt hat, dann gibt es ja keine Kameras, die das filmen. Horst Seehofer ist etwas robuster und sagt, naja, zur Not lassen wir die auch alle an der bayerischen Außengrenze sterben, Hauptsache die kommen nicht rein. Ja? Und hier ist, denke ich, eine erste Aufgabe, besteht darin, ganz klar zu machen, die Bekämpfung von Fluchtursachen und das, was jetzt unter Flüchtlingsabwehr läuft, das sind zwei komplett verschiedene Schuhe. Ich sage auch, und das sage ich nicht nur in so kulturell angenehmer Atmosphäre wie hier, das sage ich auch, wenn ich bei Veranstaltungen bin, zum Beispiel im Erzgebirge, in Regionen, wo am Marktplatz noch Apotheken den Namen Mohrenapotheke tragen. Ja, ohne dass das irgendjemand dort kritisiert, glaube ich, erst, dass das aufgefallen ist, sage ich, naja, weil dann kommt immer so die Frage aus dem Publikum, aber Sie können doch nicht alle reinlassen und irgendwann kommt man doch an Grenzen und so weiter. Dann sage ich, also, wenn Ihr oberstes Ziel wirklich ist, die Zahl der Geflüchteten, die hier ankommen, zu begrenzen, müssen Sie sich zwischen zwei Wegen entscheiden. Das eine ist, Sie bekämpfen Fluchtursachen und da dürfen Sie sich nichts vormachen. Das heißt am Ende, man muss sich mit dem Kapitalismus anlegen. Das wird nicht einfach, denn der hat sich als ziemlich Protest- und Krisenresistenz erwiesen. Aber ich finde, das ist eine Aufgabe, die sowieso ansteht. Also sollte man genau die in Angriff nehmen. Oder aber sie setzen auf ein Grenzregime, was nicht nur auf Sterben lassen beruht, sondern auf aktivem Töten von Menschen. Weil ein runtergelassener Schlagbaum wird die Menschen nicht mehr aufhalten, je größer der Leidensdruck in der Heimat wird. Das gefällt vielen nicht, aber ich finde, so eine unbequemen Sachen müssen auch ausgesprochen werden. Zum Zweiten finde ich, hat natürlich, nachdem es im letzten Sommer so eine Begeisterung gegeben hat über die Willkommenskultur, hat es angefangen, dass nur noch über Probleme geredet wird. Und das sind noch die eher seriöseren Berichte, die über Probleme schreiben. Und auch hier, finde ich, ist eine Aufgabe aus einer linken, und damit meine ich jetzt nicht nur Partei, sondern gesellschaftlich linken oder humanistischen Sicht zuerst mal zu fragen, Moment mal, kann es nicht sein, dass ein Großteil der Probleme, die ihr jetzt benennt, schon viel eher begonnen haben und jetzt wird hier wirklich eine reine Sündenbockpolitik gemacht. Ich muss eine Zahl loswerden, weil ich finde die so schön in dem Zusammenhang. Und zwar habe ich immer schon gesagt, der Ausverkauf des Öffentlichen ist eine falsche Politik, weil es Demokratie die Handlungsgrundlage entzieht. Aber wie verheerend das ist, wurde auch deutlich, als händeringend die öffentliche Hand Liegenschaften gesucht hat für Unterkünfte für die Geflüchteten. Ja?
Und dann habe ich mal nachgefragt, ja, wie viele Wohnungen haben Sie denn, wie viele Flächen im Hektar haben Sie denn aus öffentlicher Hand privatisiert? Da sind ja die Regierungen immer sehr stolz. 52.000 Hektar wurden seit dem Jahr 2000 aus Bundeseigentum quasi privatisiert. Ich habe das umgerechnet für diejenigen, die sich mit Hektar nicht so auskennen. Das sind 72.829 Fußballfelder nach FIFA-Standard, versteht sich, ja? Also 72.829 Fußballfelder nach FIFA-Standard wurden aus öffentlicher Hand weggegeben, und das heißt natürlich auch, die öffentliche Hand hat Gestaltungsspielraum weggegeben. Das war schon immer falsch, und daran sind nicht die Geflüchteten schuld, sondern die Politiker, die jahrzehntelang auf Neoliberalismus und Privatisierung gesetzt haben, und deswegen muss ich die Kritik gegen diese Politik richten, aber nicht gegen Geflüchtete, die hier als Schutzsuchende ankommen. Zudem, also wir kommen ja noch zum Rassismus und ganz viel, was ihn auch zur Verzweiflung treibt, aber ich will auch über was Positives sprechen. Als Linke war es ja manchmal zum Haare raufen. Wir haben alle Jahre wieder darauf hingewiesen, dass die Wohnungen, die noch nach sozialem Wohnungsbau gebunden sind, von Jahr zu Jahr weniger werden. Das hat niemanden interessiert. Es war nicht so, dass man da mal einen Regierungsvertreter gegrillt hat in einem Interview, ja, was tun Sie denn jetzt dafür? Und auf einmal ist das Thema bezahlbarer Wohnraum total in aller Munde. Das ist ja nicht nur, dass man damit sagen muss, oh, ist ein Problem, sondern ich finde, das öffnet auch ein Möglichkeitsfenster, was es diskursiv und im konkreten politischen Handeln zu besetzen gilt. Und deswegen haben wir auf einmal auch wieder, gibt es auf einmal ein öffentliches Interesse daran, wenn man sagt, ja, die öffentliche Hand muss gemeinnützigen Wohnungsbau fördern. Aber ich finde, in diesem Möglichkeitsfenster steht auch drin, dass es eine neue Akzeptanz für Formen von Dissidenz oder zivilem Ungehorsam gibt. Also wenn es leerstehende Häuser gibt, muss ich mal sagen, die kann man besetzen und wichtigeren Zwecken zuführen. Und bin ja auch schon von dem einen oder anderen Linksradikalen kritisiert worden, dass ich gesagt habe, es soll auch mehr Streifenpolizei geben. Das stimmt, das habe ich gesagt. Ich sage aber auch, natürlich muss auch die Polizei, die da ist, sozusagen in ihrem Einsatz, muss man mal die Schwerpunktsetzung hinterfragen. Weil was ich nicht verstehe, ist, wenn immer es irgendwo ein leerstehendes Haus besetzt wurde, waren die Hundertschaften gut ausgerüstet da. Wenn in Heidenau, was nahe bei Dresden liegt, irgendwie ein rassistischer Mob wütet und eine Massenunterkunft, wo zu 70% Menschen, die gerade aus Syrien, aus dem Bürgerkrieg Gebiet sind, leben, darunter viele Frauen und Kinder, angegriffen wird und die Polizei nicht in der Lage ist, auch nur einen festzunehmen. Den einzigen, den sie festgenommen haben, war ein Fotoreporter. Ja, da muss man sagen, das ist doch eine sehr eigenartige Schwerpunktsetzung der Polizei, die es auch zu kritisieren gilt. Zudem habe ich gesagt, also wenn wir wissen, 1,5 Millionen Wohnungen stehen bundesweit leer, da wissen wir, ein paar sind darunter, die sind in Regionen, wo jetzt eher die jetzt eher so ein bisschen ländlich sind und wo vielleicht auch mehr Abzug oder Wohnwegzug gibt. Aber wir wissen, es stehen auch Wohnungen im urbanen Raum leer, einfach aus Spekulationsgründen. Und das kann man sich in Zeiten von Wohnungsnot nicht leisten. Keine Angst, wir schicken jetzt nicht die Roten Garten, die alle beschlagnahmen, aber es muss sowas wie eine verpflichtende Zwischennutzung geben. Also die Eigentümer sollen weiterhin eine Miete bekommen, aber zum vergleichbaren Mietpreisspiegel, weil ich finde, Wohnen ist ein Menschenrecht. Spekulation mit Wohnen ist kein Menschenrecht. Zudem sollte die Geflüchtetenbewegung für uns ein Anlass sein, auch über die EU anders nachzudenken, weil eins kann man sagen, die real existierende Europäische Union ist gescheitert. Nicht nur durch die Austeritätspolitik, sondern ihre moralische Bankrotterklärung ist an ihrer Unfähigkeit, auch nur ein Mindestmaß von Menschlichkeit aufrechtzuerhalten, deutlich geworden. Und das war in der Geflüchtetenfrage. Und deswegen versuche ich immer, den Begriff Flüchtlingskrise zu vermeiden, weil wenn wir von Krise reden, dann ist es eine Krise im Leben der Menschen. Für uns in der EU, in Europa, ist es vor allen Dingen eine humanistische Aufgabe, denen zu helfen. Wenn die EU in einem Bereich wirklich auch eine Daseinsberechtigung hat, dann doch auch darin, genau hier zu sagen, Mensch, hier gibt es mal eine Pflicht zum gemeinsamen Handeln. Ich habe deswegen auch ein ganz konkretes Modell vorgeschlagen. Das nennt sich eine Fluchtumlage, zu sagen, also es gibt in der Tat, soll jedes Land innerhalb der EU
Geflüchtete aufnehmen, natürlich entsprechend ihrer ökonomischen Leistungsfähigkeit. Das ist klar, dass ein reiches Land wie Deutschland mehr aufnehmen muss als Ungarn. Da sollen sich mal die Mathematiker in Brüssel eine schöne Formel ausdenken. Das können die bestimmt gut. Das sollen sie machen. Und dann sagt man, und wenn es denn Länder gibt, die kein oder weniger Geflüchtete aufnehmen, entweder weil sie nicht wollen oder weil kein Geflüchtete dahin will, weil man nicht weiß, was so mancher in Osteuropa mit einem macht, dann würde man sagen, dann kriegen diese Länder halt weniger Geld aus dem europäischen Finanzfonds. Und die Länder, die mehr aufnehmen, zum Beispiel Länder im Süden Europas, die aber gerade ein echtes Problem haben, auch infolge der Austerität, die würden dann eben mehr Geld daraus bekommen. Heute haben wir doch die Situation, dass die Länder, die es besonders unmenschlich verhalten, sich noch finanziell einen schlanken Fuß machen. Das muss man durchbrechen. So. Und dass Merkel und Schäuble es geschafft haben, die Erpressung von Griechenland durchzusetzen, ohne eine Gegenwehr. Kein Sozialdemokrat in Europa hat irgendwie öffentlich sich dagegen ausgesprochen. Und sie haben es also so mein Mindestmaß von Menschlichkeit ging nicht geschafft. Und das, finde ich, ist ihr großes Scheitern. Jetzt muss ich noch was zu den Entwicklungen ein bisschen entsprungen. Wobei ich finde, schon in der ganzen Debatte um die EU ist auch viel angeklungen, wo wir schon gemerkt haben, dass es natürlich so ein großes, also so ein neues deutsches Großmachtsdenken gibt. Und in der Tat werden wir immer wieder gefragt, ja, woher kommt der Rassismus? Und dann ist es ja immer leicht, aus einer linken Sicht zu sagen, ja, das liegt an sozialen Problemen. Mir ist das als Erklärungsmuster ein bisschen zu einfach. Gleichwohl ich auch immer sage, wer es sich ganz einfach machen will, sagt, es liegt einfach am Osten, im Klammer, das liegt am ehemaligen Staatssozialismus. So einfach kann man es sich auch nicht machen. Ich würde nämlich eher sagen, was entscheidend war, ist das, was nach der Wende passiert ist. Gerade auch übrigens in osteuropäischen Staaten, wo es eben nicht kämpferische Gewerkschaften oder starke soziale Initiativen gab, da ist einfach der Geist des Neoliberalismus komplett unabgefedert auf eine Gesellschaft geprallt. Und dann wurden Menschen 25 Jahre lang wirklich auf Ellenbogeneinsatz getrimmt. Und auch wenn der Neoliberalismus so weltoffen daherkommt, ne, bei uns im Management, Diversity Management, sind alle sexuellen Orientierungen willkommen, alle Hautfarben sind willkommen, Hauptsache du kannst dich mit dem Ellenbogen durchsetzen, schaffst du ein gesellschaftliches Klima, was erstmal auf den ersten Moment gar nicht rassistisch oder rechtspopulistisch wirkt, was aber natürlich einen Rechtspopulismus und Rassismus in die Hände spielt. Warum? Wenn du Tag für Tag erzählt bekommst, du bist deines Glückes Schmied, ist das super, wenn man selber Erfolg hat. Kann man sich auf die Schulter klopfen und sagen, habe ich selber geschafft. Wenn du aber das Gefühl hast, gescheitert zu sein, wie auch immer man das Scheitern interpretiert, dann hast du ein Problem, wenn du selber der Schmied davon bist. Und Menschen wenden das dann unterschiedlich. Einige wenden das eher in Selbsthass und Depression und andere wenden dieses ungute Gefühl halt in Hass gegen andere. Und deswegen würde ich schon sagen, der Neoliberalismus ist nicht auf den ersten Moment rassistisch, er ist maximal nützlichkeitsrassistisch, aber er spielt dem Rassismus in die Hände. Also das ist ein Erklärungsmuster. Das nächste ist, dass die Regierenden hierzulande, also das Handeln der Regierenden, liest sich wie das Handeln aus einem Lehrbuch, was unbedingt zu unterlassen ist, wenn der Rassismus im Aufwind ist. Was hat man gemacht? Nach und nach wurden die Forderungen von Pegida und AfD und Co. übernommen. Immer ein bisschen abgemilderter, ein bisschen weniger. Und wahrscheinlich offensichtlich in der irrigen Annahme, wenn man das selber vertritt, dann könnte man denen das Wasser abgraben. Aber das Gegenteil ist eingetreten, weil es gibt so eine Bestätigung. Und ich frage mich das auch, es hat ja eine unglaubliche Ignoranz der Regierenden und Herrschenden gegenüber linken Demonstrationen gegeben. Also seitdem Hartz IV verkündet wurde, kenne ich Erwerbsloseninitiativen, die auf der Straße sind. Hat jetzt nicht dazu geführt, dass man Sondergipfel gemacht hat im Bundeskanzleramt und überlegt hat, wie man das jetzt zurücknimmt oder den Regelsatz neu berechnet. So, wenn Pegida auf die Straße geht, werden nach und nach deren Forderungen übernommen. Und das Ergebnis ist, sie sind nicht geschwächt, sondern sie sind gestärkt. Wenn wir die Entwicklung analysieren, die hier passieren, gibt es noch eine weitere Sache, die also einer gewissen Schäbigkeit ist. Ich nenne das eigentlich einen Missbrauch von fortschrittlichen Ideen. Es ist doch auffällig, wie viele Konservative auf einmal zu Feministinnen wurden. Also ich zitiere ein paar im Buch, so Konservative, die noch vor anderthalb Jahren so getan haben, als ob die Frauenquote das Ende des Abendlandes wäre. Ja? In dem Moment, wo Geflüchtete mit muslimischen Glauben kommen, auf einmal in großer Sorge um die Frauenrechte sind.
Ich habe dann dafür den Begriff Instant-Feminismus gefunden. Das ist wie Instant-Kaffee, der löst sich schnell auf und hält nicht das, was er verspricht. Und ja, manchmal muss man es ja mit Humor nehmen, aber es ist natürlich unglaublich. Ja, also vor allen Dingen war das ja so auffällig, du hast ja in Köln erwähnt, ja, also die ganzen Debatten, die darum losgingen und wie man auf immer gegen Sexismus gewettert hat. Und bemerkenswert war, dann gab es ja eine tolle Initiative von Antirassistinnen und Feministinnen unter dem Hashtag ausnahmslos. Und wie die teilweise runtergemacht wurden, dieser Aufruf medial. Und wir haben dieser Initiative einen Sonderpreis, Clara Zetkin-Preis verliehen. Und ich habe dann bei der Laudatio gesagt, naja, man hat es richtig gemerkt, wie so mancher Kommentator, der erst gegen den Sexismus der anderen, der Muslime, ja, der Flüchtlinge, zu Felde gezogen ist, als er diesen Aufruf kommentiert hat, dem Sexisten in sich wieder so richtig freien Lauf gelassen hat. Und das muss man natürlich zurückweisen, weil ich finde immer, es gibt auch eine gute Auflösung daraus, und das ist der Artikel 3, Absatz 3 im Grundgesetz, der nämlich sagt, die Gleichheit der Menschen steht für uns überhaupt nicht zur Debatte. Aber man muss den Artikel 3 eben auch in Gänze lesen. Sagen, niemand soll diskriminiert werden, weder aufgrund seines Geschlechts noch seiner sexuellen Orientierung, noch aufgrund einer Behinderung, noch aufgrund seiner Herkunft und seiner Sprache. Und gegen diesen sozusagen, wenn ich zivilisatorischen Fortschritt oder diesen zivilisatorischen Fortschritt muss man gegen Fundamentalisten der verschiedenen Couleur verteidigen, gleichermaßen gegen islamistische Fundamentalisten wie gegen rassistische Fundamentalisten. Und da darf man nicht einseitig vorgehen. Wer glaubwürdig bleiben will, muss es gegen beide Fundamentalisten verteidigen. So, und jetzt vielleicht noch abschließend Folgendes. Ich finde, ich habe zu Beginn des Buches, als ich das geschrieben habe, habe ich für mich gesagt, so, ich finde schon, dass diese Gesellschaft an der Weggabelung steht. Entweder nutzt man die Probleme, die jetzt auftreten, dazu die Maßnahmen, die wirklich notwendig sind, wie eine soziale Offensive, Stärkung des Gemeinsamen, des Öffentlichen, Kampf gegen Armut, das stark zu machen. So. Oder aber wir haben eine Verschärfung in Richtung Barbarei, eine Barbarisierung, im zunehmenden Zerfall der Gesellschaft. Ich würde sagen, die Regierenden haben sich gegenwärtig eher für den falschen Weg entschieden. Das ist aber für uns kein Grund, irgendwie zu resignieren, sondern es gilt mehr denn je deutlich zu machen, was es jetzt braucht, ist, dass alle Kräfte der Vernunft zusammenhalten, wirklich als ein Bollwerk gegen Rassismus und Rechtspopulismus, dass man auch immer wieder das Gespräch sucht. Ich zum Beispiel habe mich auch entschieden, wir gehen nicht nur dorthin, wo wir dafür Beifall bekommen, sondern wir gehen rein in Stadtteile, wo die Menschen materiell nicht auf der Sonnenseite des Lebens leben und suchen ganz offensiv das Gespräch, aber nicht mit dem Ziel, den Leuten nach dem Mund zu reden. Und ich habe bei diesen Gesprächen zwei Sachen gemerkt. Erstens, es gibt in der Tat einige, die sind so voller Hass auf andere Menschen. Da gibt es keine politische Kommunikation, die ich vor mir selber vertreten kann. Also wenn mir jemand sagt, die strotzen vor Gesundheit, diese jungen Flüchtlinge, die wollen wir hier nicht sehen, da endet das, was man politisch bearbeiten kann. Weil das Ziel kann doch nicht sein, den anderen jetzt alle krank zu machen, damit sich dieser eine Herr persönlich besser fühlt, ja. Und dann gibt es aber auch Menschen im Gespräch, die in der Tat schon irgendwie offen sind, auch für rassistische Deutungsmuster, die aber auch einen Respekt davor entwickeln, wenn man klare Haltung bezeigt. Und die froh sind, wenn es jemanden gibt, der dann auch mit ihm für Ziele kämpft, die ihm wichtig sind. Seien es so Kleinigkeiten wie bezahlbare Mieten oder Abschaffung der Zuzahlung. Sagen, da gibt es was, wo man gemeinsam kämpfen kann, und das ist dann wichtig. Und dass sich auch der Fokus wieder der gesellschaftlichen Auseinandersetzung verschiebt. Und ja, ich finde, Aufgabe müsste auch sein, dass man wegkommt von einer Debatte, wo es nur um Grenzschutz geht, sondern dass Fragen von sozialem Schutz wieder stärker im Mittelpunkt stehen, weil dann reden wir über Lösungsvorschläge, die nicht mehr rassistische Deutungsmuster bedienen, sondern wo mal wieder an eine alte linke Wahrheit erinnert wird, die Grenze verläuft nicht zwischen hier und dort, sondern zwischen unten und oben. Oder anders ausgesprochen, vielleicht tut es manchmal Not, das kann man auch in moderneren Vokabeln machen, deutlich zu machen, dass so manches Problem, es ist eher das Ergebnis einer Klassenauseinandersetzung ist, und dass wir diese Dimension stark machen müssen. Wer immer auf Rassismus geht, wer die Einheit einer Nation anruft, versucht immer auch ein Ablenkungsmanöver zu machen, und die Superreichen, die Millionäre, die Besitzenden können sich beruhigt zurücklehnen.
ich finde nicht, dass unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass die sich zurücklehnen können. Ja, vielen Dank, Katja, auch dafür, dass du dich an die Zeit gehalten hast. Und jetzt Thomas Ebermann. Nein, ich war 4 Minuten zu kurz und ich werde 6 Minuten zu lang sein. Das habe ich nämlich auf die Uhr genommen. Und werde zu Ebermann für, ja, Christ, nachher, wieder. Die, deswegen werde ich für meine Verhältnisse auch viel zu schnell sprechen. Und mich bedanken erstmal, dass wir diese zurückliegenden 15 Monate hier gemeinsam reflektieren dürfen. Dass die Veranstalter Katja und mich für den heutigen Abend ausgesucht haben, das kann ich nachvollziehen. Denn ihr Buch, das ich nun zweimal aufmerksam durchgelesen habe, und meine Reden und Aufsätze weisen viel substanzielle Übereinstimmung aus. Differenzen zwischen uns, die sich nicht auf das heutige Thema, den Antirassismus und völkischen Nationalismus beziehen, werde ich deswegen konsequent ausklammern. Das wird dann die nächste Veranstaltung? Kein Wort zum Verhältnis von Marx und Keynes, auch kein prinzipielles Wort zu von mir bekanntlich abgelehnten Regierungsbeteiligung von Linken. Wir wissen ja, wo sie regieren bzw. mitregieren, das ist überhaupt kein Geheimnis. Finden wir uns manchmal real und manchmal ideell auf unterschiedlichen Seiten der Barrikaden. Lebte ich zum Beispiel in Thüringen, wäre ich ganz gewiss Bestandteil dieses kleinen Häufchens, das gegen die dortige Praxis der Abschiebung in die Länder des westlichen Balkan protestiert, und meine Begründung, dort mitdemonstrieren, könnte ich übrigens vollständig dem entnehmen, was du in deinem Buch geschrieben hast. Gleichzeitig ist mir nicht entgangen, wie viel Hass und Ablehnung Katja auch aus Milieus erfährt, die sich als Linke bezeichnen, aber Angela Merkel von rechts kritisieren. Dieser Hass auf Katja, der oft einer auf ihre Modernität und ihren Humanismus ist, führt mich zu einer gewissen Verbundenheit mit ihr. Was sich unter dem Label links an völkischen Strategien entwickelt hat, aber auch an Formeln der Anpassung und des Verständnisses für Rassismus, hat mich den ganzen Sommer über in Graz bis heute beschäftigt. Und das ist hier nicht auszupacken. Ich werde Material und Reflexion hierüber am 16. Januar, dieses Flugblatt kündet davon, hier im Politbüro ausbreiten. Und ich hoffe, viele von euch werden sich das anhören. Es ist wirklich wichtig, auch wenn es ein bisschen egozentrisch aussieht, sowas ganz allein zu machen. Nun also, zu Rückblick und Zwischenbilanz. Eine Differenz, die geht von der Redezeit ab. Du darfst nicht so auf Instant-Kaffee rumhacken. Ich trinke den täglich. Rückblick und Zwischenbilanz. Jeder Rückblick muss meines Erachtens mit der ersten Hälfte des Sommers 2015 beginnen, der alle Debatten dominierenden damaligen sogenannten Griechenland-Krise, in der Deutschland seine Stellung als europäische Vormacht voll in die Waagschale werfend, der griechischen Regierung aus Syriza und der sehr rechten Anel-Partei diktierte, sie habe alle Bedingungen zu akzeptieren oder fliege aus dem Euro raus. Zur Personifizierung dieser demonstrativen Gnadenlosigkeit, weitere dramatische Verelendung großer Teile der griechischen Bevölkerung in Kauf nimmt, avancierte Wolfgang Schäuble. Und genau dieser Schäuble zog, was er davor viele Jahre nicht gegeben hatte, in der Beliebtheitsskala der Deutschen an Angela Merkel vorbei. Aus wohlstandschauvinistischen Gründen, wir lassen uns keinen Abzug vom Reichtum unserer Siege auf dem Weltmarkt bieten und stehen deshalb weder für sowas wie Schuldenerlass noch für Elemente einer Transferunion zur Verfügung, und rassistisch unterfüttert. Das war die allgegenwärtige Rede von den faulen Griechen. In ihr spiegelt sich übrigens auch der Hass der Fleißigen und Normierten auf die meistens nur projizierte Möglichkeit, es könne Menschen geben, die dem Kapitalismus nicht total sich einpassen, sondern ihm Möglichkeiten von Genuss und Lebensfreude abzutrotzen versuchen. Diesen Verdacht standen die Griechen. Es war also ein seltsamer und absolut unglaubwürdiger Kontrast, dass ganz kurz darauf die Deutschen,
sich als vor Rührung und Ergriffenheit Geschüttelte stilisierten, die beim Anblick eines toten an den Strand gespielten Jungen nur noch selbstlose Hilfsbereitschaft kannten. Und Katrin Göring-Eckardt sagte fast wortgleich mit zahlreichen Prominenten, sie sei zum ersten Mal uneingeschränkt stolz auf Deutschland. Wer diesen Button trägt, stolz ein Deutscher zu sein, kommt bis heute im Millantor-Stadion nicht rein. In die damalige Willkommenskultur gingen also auch zahlreiche Elemente ein, die den Nationalismus des Guten in Form von kulturindustriell erprobten Events verkörperten. Und ich möchte diese Bahnhofsevents unbedingt abgrenzen und unterscheiden von jenen Menschen, die unspektakulär und ohne Getöse Geflüchteten halfen und bis heute helfen. Dass es sich bei diesen um eine gesellschaftliche Minderheit handelte, dafür sprach immer alles. Etwa die Bielefelder Studien des Kreises um Wilhelm Heidmeier, der ja gerade die Verrohung der Mittelschicht, also ihre Verachtung der Notleidenden und die irre Unterstellung, man werde eben von diesen ausgebeutet, zum Gegenstand hat. Vor der Flüchtlingskrise gab eine Mehrheit der Deutschen zu Protokoll, es leben zu viele Ausländer in Deutschland, und 75% lehnten die Aussage kategorisch ab, bei der Prüfung von Asylanträgen sollte der Staat großzügig sein. Und vergesst das nicht, selbst auf dem Höhepunkt der Willkommenskultur sprach sich jeder zweite Hamburger gegen den Bau von Unterkünften in der Nähe von Wohngebieten aus. Die jüngere Studie aus Leipzig mit dem Titel Die enthemmte Mitte hat ermittelt, dass 40%, so viele wie noch niemals zuvor, vertreten, dass Muslimen generell die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden solle, und geben damit Einblick in die Beliebtheit von Positionen eines Donald Trump oder Viktor Orban in Deutschland. Knapp 60% sagen, sie hätten Probleme damit, wenn Sinti und Roma sich in ihrer Wohngegend aufhalten würden. Dass die meisten Asylbewerber nicht wirklich befürchten, in ihrer Heimat verfolgt zu werden, ist der Standpunkt von knapp 2/3 der Deutschen. Die Schule der kritischen Theorie verficht bekanntlich den Standpunkt, dass die positivistische Meinungsforschung mit ihren direkten Fragestellungen eher dazu tendiert, das Grauen dessen, was so gedacht und gemeint wird, zu beschönigen bzw. zu verharmlosen. Ich will diesem Gedanken, dem ich anhänge, hier nicht vertiefen. Ich will nur darauf hinweisen, dass wer Roma und Sinti aus seiner Wohngegend weggesäubert sehen will, wer sie also als Ethnie zu einem Kollektiv mit negativen Eigenschaften stigmatisiert, ist Rassist und kann zugleich als Demokrat von den Meinungsforschern eingestuft werden, wenn er sich bei anderen Fragenkomplexen den herrschenden Staatsdoktrin anschließt. Vor 1990, ihr könnt das wirklich nachlesen, galt als wichtiger Indikator für rechtsradikale Gesinnung die Forderung nach einer Asylrechtsänderung. Dann wurde das Asylrecht weitgehend beschnitten oder, wie man damals sagte, abgeschafft. Und die Zustimmung hierzu galt selbstverständlich nicht mehr als Ausweis von Rechtsradikalität. Man konnte also im Spätsommer 2015 nüchtern feststellen, dass der Aufbruch der vielen aus dem Inferno, in dem sie steckten, ein Inferno, an dem der Westen und Deutschland eine erhebliche Mitschuld trägt, sei es durch das, was Katja Wirtschaftsimperialismus nennt, also die Ausplünderung von Ressourcen, Zerstörung von Lebensgrundlagen, die Kriege und Waffenlieferungen an die schrecklichsten antimodernen, von mörderischen religiösen Wahn Besessenen, deren Feind jeder noch so kleine Fortschritt Richtung Moderne, Frauenrechte und dem Aufbrechen von Clanstrukturen war und ist.
Man denke an das vergleichsweise moderne Leben in Kabul der 80er Jahre. Mit den kopftuchlosen, selbstbewussten Frauen und ihrer Stellung als Fernsehmoderatorin. Neben den politischen, geostrategischen Entscheidungen des Westens und Deutschland wirkt natürlich auch dieses mörderische, stumme ökonomische Gesetz der überlegenen Produktivität der führenden Industrienation, das eine unüberschaubar große Zahl überflüssiger Menschen, also Menschen, deren wahre Arbeitskraft nicht nachgefragt ist, erzeugt. Man konnte also feststellen, dass dieser Aufbruch aus dem Inferno nichts von Deutschland Gewolltes war, sondern ein vorübergehender Zusammenbruch der von Deutschland maßgeblich geprägten Ordnung, also der Festung Europa, dem System Frontex und den Dublin-Verträgen. Dieses tatsächlich ungewollte Chaos so zu bewirtschaften und zu behandeln, in einem vielschichtigen, kühlen, gut berechneten und nicht zu rassistisch-emotional aufgeladenen Prozess zu verfolgen, der die Wiederherstellung des alten Zustands zum Ziel haben würde, das war der Kern des Konzepts Merkel-Altmaier von Anfang an. Deswegen habe ich zum Beispiel am 3. Oktober 2015, das Jahr mitgeschnitten, prognostiziert, dass die damals gerade zu Ende gehende Willkommenskultur das Vorspiel vor einer grauenhaften, von Herde nur so strotzenden Zeit sei. Dabei ging es nicht um irgendeine Leugnung oder gar Schmähung jener, die den Geflüchteten spendend, freundlich und helfend begegneten. Meine kritische Reflexion oder mein nicht sehr ausgeprägtes Vertrauen in das, was meist Zivilgesellschaft genannt wird, bezog sich auf die Frage, was passieren wird, wenn ihr Handeln nicht mehr den Rückenwind des Lobs aus Medien und Staatsparteien erfährt. Wenn also Protest und Widerstand gegen die Staatspolitik und nur das verdient den Begriff Zivilcourage nötig sein würde. Meine diesbezügliche Skepsis speist sich zum Beispiel aus dem Wissen, dass 10-mal mehr Menschen gegen den Irakkrieg, den die deutsche Regierung ablehnte, als gegen den Jugoslawienkrieg, der der deutschen Regierung ein Herzensanliegen war, demonstriert haben. 10-mal größere Friedensdemonstrationen, wenn Deutschland nicht involviert ist. Und Pseudo-Humanisten wie Ruprecht Neudeck, der immer aufgepasst hat, dass sein Laden nur in Unterordnung unter deutscher Außenpolitik seinen Humanismus betreibt, sind mir ohnehin ein Gräuel. Ideologiekritik, also das ist ja so mein Geschäft. Den Widerspruch zwischen den harmonisierenden und romantisierenden Selbstbeschreibungen der deutschen Gesellschaft und im Kontrast dazu der Wirklichkeit zu thematisieren, etwa wenn die Deutschen sich als Vergangenheitsbewältigungsweltmeister stilisieren oder ihren Patriotismus aus Anlass irgendeines Sommermärchens für normal, harmlos und unverkrampft halten, bringt einen regelmäßig den Vorwurf des intellektuellen Negativisten ein, des Spaßbremser, des Nestbeschmutzers, da denke ich immer, na und? Jetzt jedoch ist Ideologiekritik praktisch unmöglich, weil nicht idealisierender Zuckerguss, sondern demonstrative Härte angesagt ist. Und alles liegt offen zutage. Gerade vor ein paar Tagen hat die Kanzlerin gesagt, es bedürfe einer nationalen Kraftanstrengung zur konsequenten Abschiebung. Und die allgemeine Kommentierung lautet aus der freundlichen Flüchtlingskanzlerin, ist die knallharte Abschiebekanzlerin geworden. Und irgendwie sagen jetzt alle, was Donald Tusk, der den EU-Chef spielen darf, den potenziellen Flüchtlingen dieser Welt mitgeteilt hat, dass es zwecklos sei, sich auf den Weg zu machen, dass sie nicht durchkommen werden, dass sie nicht willkommen sind und mit Abschiebung zu rechnen haben. Und jeder weiß, dass das Abkommen
mit der despotisch regierten Türkei keinen anderen Zweck hat. Und auch die Schließung der Balkanroute nicht. Und jeder weiß auch um die verzweifelte Lage jener, die auf der türkischen Seite des Mittelmeers festsitzen, oder um die Verzweiflung jener, die nur bis Idomi kamen und nun auf den Hotspots genannten griechischen Knästen eingepfercht sind. Jeder weiß, dass der Hauptzweck bei der gefakten Kreierung einer libyschen Einheitsregierung derselbe ist, wie all die Abkommen mit afrikanischen Despoten: Verstopfung aller Fluchtrouten und Rücknahmeabkommen. Einen anderen Zweck der kürzlichen Afrika-Reise der Kanzlerin wurde nicht einmal vorgetäuscht. Die zweckvolle Willkür, mit der immer neue sichere Herkunftsländer kreiert werden, soll durchschaubar sein. Denn jeder weiß, dass es keine Region Afghanistans gibt, die Sicherheit bietet. Ich fasse also zusammen, wer zustimmt, etwa den Verantwortlichen bei Wahlen seine Stimme gibt, fällt auf nichts herein, sondern ist Komplize. Und das mehrtausendfache Ersaufen im Mittelmeer ist eingeplant, ist gewolltes Moment der Abschreckung. Alle linken Mutmaßungen, die Festung Europa sei nicht zu restaurieren. Katja hat in ihrem Buch diesen Gedanken so ausgedrückt: Der Leidensdruck in der Heimat ist so massiv, dass kein Zaun, keine Mauer die Flüchtenden aufhalten kann. Erweisen sich als unzutreffend. Und es ist keine gewagte Prognose, wenn ich vermute, dass weniger Flüchtende in nächster Zeit durchkommen werden, als Seehofer mit seiner Obergrenze beziffert hat. Und dass die Zahl der Abgeschobenen plus der offiziellen Sprachregelung nach dann freiwillig Zurückkehrenden größer sein wird als die Zahl der Deutschland Erreichenden. Ein gewichtiger Teil der so rapide steigenden Militärausgaben dienen ja genau diesem Zweck. Zumal sich ja herumspricht bzw. herausstellt, dass diese wahre Arbeitskraft, jedenfalls im Durchschnitt, unter dem zynischen Gesichtspunkt ihrer ökonomischen Nützlichkeit nicht so gut wie anderswo auf dem Weltmarkt der Arbeitskräfte rekrutierbare ist. Und mehrheitlich, macht euch da nichts vor, für längere Zeit in den untersten Segmenten der Sozialsysteme verharren wird. Die verschiedenen Asylpakete können ebenfalls kein Material für Enthüllung oder Ideologiekritik sein. Sie handeln von Verschlechterung materieller Versorgung, neuen Restriktionen beim Familiennachzug, Residenzpflichten, Ermöglichung von Abschiebung trotz ärztlicher Atteste und wegen Bagatelldelikten und die ganze Bandbreite von Drangsalierung mit sogenannten Integrationsmaßnahmen, die immer diese Strafkataloge für Unwillige oder zum Beispiel traumatisiert Unfähige enthalten. Ich meine deshalb, man kann bestimmte Worte, weil sie durch den gewöhnlichen Gebrauch so vergiftet sind, nicht mehr aussprechen. Fluchtursachen vor Ort bekämpfen ist längst zur floskelhaften Botschaft geworden, um das Schottendicht zu legitimieren. Integration mag mal einen berechtigten Wohlklang gehabt haben, bedeutet heute jedoch nichts anderes als drangsalieren und Menschenmaterial sortieren. Ich brauche für meine Ablehnung all dessen niemals das Bild oder den Begriff, die Flüchtlinge seien eine Bereicherung. Und ich wäre vorsichtig mit solchen Feststellungen, wie ich sie auch bei Katja gefunden habe, etwa wenn sie nach ihrem Besuch bei Moabit Hilft über die Flüchtlinge schreibt, Zitat: Von ihnen hat offenbar niemand ein Problem damit, wenn eine Frau Anweisungen gibt. Ich weiß und ich schätze, dass hier eine Inschutznahme
vor Dämonisierung intendiert ist. Aber ich bin zugleich davon überzeugt, dass die Stilisierung, historisch ausgedrückt die Stilisierung zum edlen Wilden, auf die Vorstufe zum Enttäuschten sich abwenden ist. Und ich glaube, wer zu sehr stilisiert, kann dieser ungeheuren Demagogie, die mit Köln einsetzte, nicht angemessen begegnen. Die meisten Deutschen bereichern mein Leben ja auch nicht. Weder teile ich ihren Musikgeschmack und das, was sie gerne im Fernsehen sehen. Ich teile nicht, was sie für ihre Leitkultur halten. Und ich käme niemals auf die Idee, an ihren diesbezüglichen Massenzusammenkünften, sagen wir am Hafen, Geburtstag oder auf der Fernmeile teilzunehmen. Und gut bedenkt, wenn 40%, das ist Leipziger Studie, wenn 40% der Bio-Deutschen es ekelhaft finden, wenn Homosexuelle sich in der Öffentlichkeit küssen, dann ist das so. Und ich weiß, dass ich nicht ihre Ausweisung oder Abschiebung verlangen kann, weil sie bekanntlich einen deutschen Pass haben und weil ja sonst ganze Landstriche derart entvölkert wären, dass dort mehr Bären und Wölfe als Menschen lebten. Sie haben nur das Recht verwirkt, irgendein Urteil über die moralischen, tatsächlich manchmal ja vormodernen, reaktionären oder patriarchalen Dispositionen eines Teils der Flüchtlinge zu sprechen, ob sie mir sympathisch sind oder nicht, ob sie illegal eingereist sind oder mit falschen oder gefälschten Pässen, ob sie sich bei den Behörden gemeldet haben oder in sicherer Erwartung ihrer Ablehnung von Anfang an zum angstvollen Leben eines wirklich Illegalen entschieden haben. Ich will und ich verfechte sowohl alle Systemkritiker als auch alle konsequenten Humanisten müssen das wollen, dass sie bleiben können und ihr Aufenthalt legalisiert gehört jenseits jeder Frage nach der Bereicherung meines Lebens. Solange klatsche der Marinop, dann komme ich noch auf 38 Minuten, kein Fall. Solange das nicht gesichert möglich ist, ist die Formulierung, der Staat müsse wissen, von wo und aus welchen Gründen wer nach Deutschland gekommen ist und wo er sie sich aufhält, nicht akzeptabel. Menschenverstecker und Passfälscher, über die es eine recht reiche und gute Literatur gibt, gehören für mich zu den oft stillsten, verschwiegensten, aber größten Helden der Geschichte der Menschheit. Dies macht mich selbstverständlich nicht zum Freund meiner politischen Feinde, also der Koranverteiler und Islamisten oder der Anhänger von AKP oder Grauen Wölfen. Und natürlich trauert man als Linker oder ist bedrückt und manchmal auch ratlos, wenn dieser schöne Optimismus, der aus Fatih Akims Filmen letztlich doch immer gesprochen hat, wenn also die Jungen der bornierten Enge elterlicher Tradition fliehen, heute weniger als in besseren Zeiten feststellbar ist. Im August waren es 65% und Anfang September sogar 82% der Deutschen, die sich als unzufrieden mit Merkels Flüchtlingspolitik bezeichneten und zeitweise Seehofer als beliebter auswiesen als die Kanzlerin. Unsere linke Ablehnung wurde, vielleicht sogar zu Recht, der statistischen Erfassung nicht für wert befunden. Splittergruppen misst man nicht. Und jeder hier im Saal weiß, wie gesellschaftlich isoliert man wäre, spräche man aus, man wünsche sich, im Jahre 2017 retteten sich wieder mal 1 Million Menschen aus ihrem Inferno nach Deutschland. Ich fliehe wirklich keinen irgendwie gearteten Kult von Marginalität und Einsamkeit und halte mich auch nicht für einen Sektierer. Ich kann mir
nur keine systemkritische oder konsequent humanistische Position unterhalb des Postulats der offenen Grenzen vorstellen. Dass es Themen gibt, mit denen man beliebter ist, weiß ich auch. Aber zu diesen beliebteren Themen wegzulaufen, halte ich für falsch, und zwar nicht obwohl, sondern weil wir heute in Zeiten leben, in denen sich der gesellschaftliche Diskurs und die Staatspolitik so rasend schnell nach rechts verschieben, dass wir uns den weiteren Zerfall von Euro und EU vor Augen, den Aufstieg des völkischen Nationalismus beobachten, die Macht- oder Regierungsübernahme durch Strache oder Le Pen oder Wilders nicht ausschließen könnt, an Polen, Ungarn und Griechenland nach den nächsten Wahlen denkend, dass wir uns prognostisch unsicher, ja manchmal sogar wie so ein bisschen mit beiden Beinen in der Luft fühlen. Diese Rechtsverschiebung und Enthumanisierung spiegelt sich natürlich in den Wahlerfolgen der AfD, einer faschistischen oder faschistoiden Partei, die niemand versehentlich wählt oder aus irgendeinem verständlichen Motiv, wie etwa einer Notwehr, um auf seine sozial bedrängte Lage aufmerksam zu machen. Diese Enthemmung ist gerade kein Angriff von außen. Es ist kein Angriff von außerhalb der bürgerlichen Demokratie. Nur beispielhaft und paradigmatisch will ich dieses Buch erwähnen. Das ist ein Spiegel-Bestseller von Rainer Wendt, dem Präsidenten der Deutschen Polizeigewerkschaft, mit dem Titel Deutschland in Gefahr. Objektiv handelt dieses Buch, bei diesem Buch es sich um ein Plädoyer für einen Polizeistaat. Es ist hasserfüllt gegen alle Politiker, die auch nur den Anspruch erheben, irgendeine tatsächliche Kontrolle über die Polizei ausüben zu wollen. Das sind parlamentarische Besserwisser und parlamentarische Wichtigtuer. Das Buch ist übrigens antineoliberal, weil es den starken, allmächtigen Staat und keine Privatisierung der Sicherheitsdienste will. Und es postuliert den Krieg gegen die, ich zitiere, gegen die, die im vergangenen Jahr zu uns gekommen sind und weiter einreisen, die Grabscher, Vergewaltiger, Schläger, Räuber, Antänzer, Einbrecher, Ladendiebe, Taschendiebe, Clanchefs, Mitläufer, Anstifter und Extremisten. Die deutschen Schreiber seien inzwischen die Labormäuse der Vertreter der Willkommenskultur, weil es Abschiebehemmnisse gäbe. Wendt schreibt zum Beispiel: Selbstverständlich sind Tunesien, Marokko und Algerien sichere Herkunftsländer. Es sind doch deutsche Urlaubsländer. Nach diesem Kriterium, dieser Ungeheuerlichkeit, kann man sich jede Prüfung nach Asylrecht sparen. Wo Deutsche Urlaub machen, muss es um Menschenrechte tadellos bestellt sein. Natürlich auch rückblickend, als die Deutschen die Strände der Costa Brava oder Kretas bevölkerten und allein damit Spaniens Franco und den griechischen Obristen ein tadellos menschenrechtliches Zeugnis ausstellten. Wendt, und darum geht es mir, ist ein hoch angesehener Experte in zahllosen Talkshows, gilt als tadelloser Demokrat. Niemand fordert seinen Rücktritt. Und ich übertreibe nicht substanziell, wenn ich sage, er ist ziemlich authentisches Sprachrohr dessen, was Polizisten so meinen und denken. Ich kann ja die Untersuchungen über rechtsradikale Gesinnungskonsense unter Polizisten, die es gibt, nicht ausblenden. Und ich erinnere daran, wären damals nur Polizisten wahlberechtigt, hätte Schill mit absoluter Mehrheit Hamburg regiert. Gleiches gilt heute in weiten Teilen für die AfD. Und es ist deshalb erschütternd und beängstigend, wenn bei jeder Meinungsforschung, zuletzt auch ermittelt von den Leipziger Studien, die fragt, welche Einrichtung oder Organisation bei den Deutschen das größte Vertrauen genießt, die Polizei einsam an der Spitze steht. Was für eine
Niederlage. Für die verdienstvollen publizistischen Anstrengungen, Polizeiskandale, den NSU-Komplex und Polizeimentalitäten zu enthüllen. Diese Enthüllungen sind Aufgabe von Linken und Humanisten und eben nicht mehr Polizei zu fordern. Katja. Wir haben schon davor drüber. Die nette Band Feine Sahne Fischfilet vertreibt in diesen Tagen ein T-Shirt mit der Parole »Keiner muss Bullen werden«. Dass mir das gefällt, will ich nicht verheimlichen. Wenn richtig ist, was Jan Korte, was dein Fraktionskollege Jan Korte gesagt hat, dass mit der CSU die AfD am Kabinettstisch sitzt. Und wenn man sich vergegenwärtigt, Per Heinelt hat das in konkret akribisch aufgelistet, wie viele Forderungen der AfD von SPD, CDU und also Bundesregierung übernommen wurden, dann müssen die Talkshows so sein, wie sie eben sind. Plurale Plauderei mit AfD-Politikern. Interessante politische Kontroverse. Eben von dieser schrecklichen Toleranz, die Herbert Marcuse repressive Toleranz nannte. Nur nebenbei, in Österreich gehört es längst zum politischen Alltag, dass Sozialdemokraten und freiheitliche Koalitionen bilden. Sie regieren zum Beispiel gemeinsam das Burgenland. Berufungsinstanz dieser Gemeinsamkeit sind fast immer die Sorgen und Ängste einfacher Menschen, die man ernst nehmen müsse. Das macht den Boom der Legitimation des Irrationalen aus, gegen die kein von Vernunft geleiteter Kriminologe mit seinen Statistiken, die beweisen, dass hierzulande das Verbrechen nicht wuchert, ankommt. Der Boom des Irrationalismus, die Zerstörung der Vernunft, ob durch sowas, durch Verschwörungstheorie oder durch Kreativismus, ist immer Vorbote faschistoider Entwicklung, glaubt mir das. Natürlich gehören Angst und Kapitalismus zusammen. Also die millionenfache Angst, ungefähr ab Sonntagnachmittag vor dem, was mit der Arbeitswoche auszuhalten sein wird. Aber die Angst vor Überfremdung ist in den allermeisten Fällen etwas Vorgeschütztes, etwas Ausgedachtes, etwas instrumentell Eingesetztes, um Bestialitäten aussprechbar zu machen. Erst die Behauptung, man hätte diese unbeschreibliche Angst vor den schwarzen Dealern damals im Schanzenviertel gehabt, ermöglichte ja die Zustimmung und die Freude daran, wenn er der Folter eines Brechmitteleinsatzes unterworfen wurde. Der wahnhafte Rassist, also ich meine jetzt der völkische Nationalist, der die homogene Schicksalsgemeinschaft retten oder wiederherstellen will, verficht einen Wahn jenseits seines eigenen materiellen Wohlergehens. Er ist zu Opfern bereit. Er gibt in Umfragen zu Protokoll, und das tut eine Mehrheit der Deutschen momentan, dass er für Grenzschließungen ist, auch wenn das ökonomische Nachteile für Deutschland mit sich brächte. Der historische Nazi wollte Juden erst wegschaffen und schließlich alle ermorden. Das Herankommen an jüdischen Besitz war zusätzliches, aber nicht prioritäres Motiv. Der rassistische und antisemitische Wahn, das lehrt ja die kritische Theorie, haben ihren Ursprung in der Entsagung, in der Selbstdisziplinierung, der Unterdrückung von Sinnlichkeit und Lust, diesem schrecklichen Aufstehen, wenn man noch schlafen möchte, dem sich unterwerfen eines Maschinentakts oder einer Leistungsvorgabe. Wer sich das antut, ohne zu rebellieren, projiziert zwanghaft auf Flüchtlinge, Juden, Griechen und Sozialschmarotzer. Die kämen auf ihre Kosten, die würden tanzen, vögeln, feiern und hätten Geldeinkünfte, ob vom Sozialamt oder durch Couponschneiderei, jedenfalls ohne Mühe. Und diese Projektion, die sich gegen jeden empirischen Gegenbeweis abschottet, die hasst ohne Ende
und will das Objekt seiner Fantasien weggeschafft, leiden, oft auch todwissend. Und das ist der Kern der Freude am brennenden Asylbewerberheim. Es geht mir nicht um die Leugnung von Verelendung, Prekarisierung, Leiharbeit, Abstiegsängsten und weiterer Tatsachen, wie sie in der Studie über die Abstiegsgesellschaft so akribisch ermittelt wurde. Und es geht mir erst recht nicht um die Schmähung der Kämpfe dagegen, die ich für nötig und wertvoll halte. Erst wenn aus diesen sozialen Lagen verzeihendes Verständnis für Rassismus erwächst, ist meine Negation absolut. Und ich halte wirklich nicht viel von dieser seltsamen Sehnsucht, doch nun einmal ausführlicher über das wirtschafts- und sozialpolitische Programm der AfD zu sprechen, um pädagogisch ihren Wählern klarzumachen, sie verstießen gegen ihre eigenen materiellen Interessen. Ich bitte euch um ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, die AfD arbeitete ihr Programm um, wie es der französische Front National in den zurückliegenden 10 Jahren gemacht hat. Front National fordert ein Renteneintrittsalter von 60 Jahren, eine Erhöhung des Mindestlohns um 150 Euro, hat ein ganz ansehnliches Investitionsprogramm und postuliert die Verstaatlichung eines nicht ganz unerheblichen Teils der Finanzwirtschaft. Alles rassistisch und chauvinistisch überformt, selbstverständlich. Eben im Stile rassistischer Sozialdemagogie. Nun gibt es Leute, die sich selbst als Linke titulieren. Ich lerne heute Abend, und ich hoffe, ihr kommt am 16. Januar, ich nenne heute Abend nur mal so Paul Steinhardt, der kein großes Licht ist, aber immerhin gemeinsam mit Heiner Flessbeck dessen Internetzeitschrift herausgibt. Und der fordert, es müsse endlich von uns Linken ausgesprochen werden, dass das wirtschafts- und sozialpolitische Programm des Front National keynesianisch, durchdacht, vorbildlich und unterstützenswert sei. Natürlich formulieren das nur sehr wenige Linke so explizit. Aber schon viel mehr Linke haben doch den chauvinistisch und rassistisch motivierten Brexit begrüßt und gefeiert. Und so etwas wie die Kampagne Eurexit, angestoßen von Flassbeck, Lafontaine und so weiter, setzt auf diesen zu befördernde völkisch-nationalistische Zerschlagung von EU und Euro. Katja will das nicht, ich weiß. Ich weiß, sie wirbt für Varoufakis Kampagne oder wirkt mit an der Kampagne, die am 25, zu der auch Kritisches zu sagen wäre, aber egal. Ganz falsch jedenfalls, unverantwortlich finde ich es, wenn man mit der Phrase Linke dürften sich nicht auseinanderdividieren lassen, hätten nun einmal verschiedene Flügel und der Laden sei zusammenzuhalten, diese unversöhnlichen Positionen zu bemänteln versucht. Nehmt das ernst, richtig ernst. Wenn der Chef der französischen Linkspartei, der Parti de Gauche, Mélenchon, gerade wieder auf einer europapolitischen Konferenz eurer Partei oder eines Flügels eurer Partei, in Berlin, ich bin kein Parteienforscher, in Berlin jetzt gesagt hat, für die Insider wichtig, ja, weil da war ich nicht federführend. Na klar, gesagt hat, ich zitiere das wörtlich, habe ich aus dem Neuen Deutschland, die Souveränität ist das höchste Gut der Völker. Es ist wieder nicht das möglichst gute Leben, wieder nicht die Sinnlichkeit und der Genuss, wieder nicht Faulheit oder wenigstens materielle Sicherheit, sondern die nationale Souveränität ist höchstes Gut. Und überseht in diesem Zusammenhang nicht, dass Deutschlands einflussreichstes Nazi-Magazin Kompakt sich im Untertitel Magazin für Souveränität nennt. Und überhaupt von Völkern zu sprechen, also nicht von Gesellschaften mit widerstrebenden Interessen, führt in den Irrsinn und Blutbäder. Denn dann muss ermittelt werden, wer die Bezeichnung Volk verdient und also nationale Souveränität verdient hat.
Dieses alles ist kein bloßes sich anschmiegen aus taktischen Gründen inszeniert, kein bloßes Menschen abholen wollen oder opportunistisches Konzept. Es ist von eigener Überzeugung getragen. Es ist getragen von der Feindschaft zum Kosmopolitismus, von Feindschaft zum vaterlandslosen Gesellen, vom Ressentiment gegen die der Wurzellosigkeit Verdächtigen. Alles, was Sarah Wagenknecht an Vorstößen so gewagt hat, von den Grenzen der Belastbarkeit zur Obergrenze, vom Gastrecht, das man verwirken könne und so weiter, ist nicht zufällig, sondern steht in diesem Kontext. Aber auch, wo man mir sagt, dass da hätte sie keine Mehrheit, steht auf jedem Plakat der Linkspartei Mecklenburg-Vorpommerns im letzten Wahlkampf die Parole aus Liebe zu MV. Der Gedanke, dass man eine Gebietskörperschaft nicht lieben kann und dass man schon durch eine schlichte Gebietsreform in schwersten Liebeskummer geriete, weil man das Objekt seiner Liebe dann ja anpassen müsste, gibt Einblick in das Wahnhafte und Hinterwäldlerische, in das Schollenkultische, das mit Heimatliebe untrennbar verbunden ist. Nebenbei, aber das ist nur eine Pointe, habe ich mich übrigens gefragt, ob man überhaupt Vorpommern lieben kann, ohne Pommern zu lieben. Ich glaube, das muss ich mal bei den vertriebenen Verbänden nachfragen. Jedenfalls ist es eine ausgrenzende Parole. Es ist eine ausgrenzende Parole. Denn kein Mensch, der aus Syrien, Afghanistan, Eritrea oder Albanien kommt, kann behaupten, er liebe den Landstrich, in den ihn Flucht und allerlei Zufälle verschlagen hat. Wir wissen ja, dass die Rechten aus Liebe zu Deutschland plakatieren und wir wissen, welche Milieus skandieren, wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen. Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl und das meine ich im ganz existenzialistischen, im ganz sartrischen Sinne. Wir haben die Freiheit zur Wahl, ob wir dem, und zwar ohne Erfolgsgarantie, konfrontativ und negatorisch entgegentreten oder uns anschleimend anpassen. Danke. FSK auf der Frequenz 93,0 MHz im Kabel 101,4. Wir dokumentieren und senden eine Diskussionsveranstaltung aus dem Politbüro vom 2. November 2016 und zwar mit Katja Kipping und Thomas Ebermann. Die beide diskutierten das Thema Antirassismus über Standpunkte und mögliche Praxis gegen scheußliche Entwicklung und faschistoide Gesinnungen. Du hast es wenigstens manchmal bei einer Gegendemonstration mehr Leute sind als bei Pegida, ist natürlich, wenn davor lange aufgezählt wird, wer alles nicht mitmachen darf, nur bedingt hilfreich. Das ist zumindest ein Widerspruch in einer ganz praktischen politischen Praxis, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Und dann hast du Rot-Rot-Grün angesprochen. Da würde ich auch sagen, es gibt eine Art, sich dem Thema linke Regierung zu nähern, was sagen, all deine Kritik bestätigt, zum Beispiel indem man sich hinstellt und sagt, naja, so schlimm war das ja alles nicht mit der Agenda 2010 und deswegen wählen wir jetzt gleich mal Steinmeier mit zum Bundespräsidenten. Aber was natürlich auch ein Widerspruch ist bei dir, wenn du kritisch anmerkst, dass mit der CSU die AfD faktisch mit am Kabinettstisch sitzt. Also wenn wir das als ein Problem ansehen, und du beschreibst es ja auch als ein Problem, muss man ja sich auch immer mal die Frage stellen, wie bekommen wir denn den Seehofer als faktisches Regierungsmitglied weg? Mit wem denn, nachdem wir die Polizei abgeschafft haben, wenn es nach Thomas geht? Wer soll denn dann die Abschiebung übernehmen von Herrn Seehofer? Und ich will deswegen eine andere Sicht darauf wagen, weil ich finde, an Thüringen sieht man zum einen die Begrenzung, ja, weil sie können
Bundesrecht nicht brechen, aber man sieht zum Gleich auch, wo es Spielräume gibt, die in vielen europaweiten Linksregierungen oder Mitte-Links-Bündnissen nicht genutzt werden. Aber ich kann das sehr gut vergleichen, wenn ich mir anschaue, wie der sächsische Ministerpräsident auftritt und wie der thüringische Ministerpräsident auftritt. Also der sächsische stellt sich hin und sagt ganz klar, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Und der Ministerpräsident von Thüringen, wenn man sagen, der nur dank Rot-Rot-Grün das geworden ist, stellt sich hin und sagt bewusst zu einem Zeitpunkt, wo der Rassismus bereits im Wachsen ist und ich finde, der Islam gehört zu Deutschland. Dann ist das ein anderes Signal. Das führt natürlich nicht dazu, dass komplett der Rassismus aufhört, aber wir merken, dass es in den Stimmungen und Einstellungen, die es gibt, in Thüringen sich einiges verschiebt, was in Sachsen überhaupt nicht passiert. So, und wenn du in Thüringen halt jemanden hast, der wirklich überall dafür wirbt, zu sagen, lasst uns für die, die hier ankommen, als Schutzsuchende Unterkünfte finden und eben nicht Zeltstädte aufziehen wie in Dresden. Weil das Signal einer Zeltstadt ist ja auch immer so ein Momentum, da werden ja geradezu Bilder, die das Gefühl der Überforderung produzieren. So, und dagegen zu sagen, nee, wir stellen Unterkünfte, die eben nicht so eine menschenunwürdigen Bedingungen haben, zur Verfügung, das verändert was real, auch für die Menschen, die hier ankommen. So, und im Gegenzug wieder, was passiert in Sachsen? Da ist ein Terrorverdächtiger, die Polizei ist nicht in der Lage, ihn festzustellen, ist wahrscheinlich doch zu sehr damit beschäftigt, Antifaschisten in Sachsen zu kriminalisieren. Dann sind es 3 syrische beherzte Geflüchtete, die quasi das leisten, wo die gesamte sächsische Polizei versagt. Der sächsische Innenminister, der sächsische Justizminister und der sächsische Ministerpräsident schaffen es selbst auf Pressenachfragen in den ersten Tagen nicht, einfach mal Danke an die Geflüchteten zu sagen. Ja. Und das, finde ich, zeigt schon, dass es einen Unterschied gibt. Und ich würde sagen, es ist so einfach für alle Linken zu sagen, naja, wir müssen uns nie dieser Frage stellen, wie nutzt du die Spielräume, sondern ich würde sie eher immer daran messen, dort wo es eine Beteiligung oder eine Linksregierung gibt, ob sie wirklich die Spielräume immer wieder erweitern und jedes Fenster der Öffentlichkeit, was sie haben, nutzen. Und hier nochmal zu sagen, in Thüringen haben wir halt Ministerpräsidenten, der gesagt hat, er möchte, dass jeder Mensch, der hier geboren wird, von Anfang an einen deutschen Pass bekommt. Auch damit wird der Rassismus nicht ausgehebelt, aber auf einmal eröffnest du für Leute ein Fenster, über einen anderen Begriff von Staatsbürgerschaft nachzudenken, der sich fundamental vom Bluten- und Bodenbegriff unterscheidet. So, entscheidend ist nicht, wo du herkommst, wo deine Verwandten herkommen, sondern entscheidend ist dort, wo du einen Lebensmittelpunkt hast. Und wenn man daran anknüpft und das weiterentwickelt, und das finde ich, um jetzt einen Bogen zu spannen, sehr schön in der Charta von Palermo zum Ausdruck gebracht, wo es eben auch heißt, damit sich hier was ändert, muss dieses Problem Migration einfach dem generellen Verständnis von Recht auf Freizügigkeit, dem Recht, sich einfach überall zu bewegen und dorthin zu gehen, wo man möchte, weichen. Und da finde ich, sollte jeder dort, wo er steht, die Möglichkeiten nutzen. Ich mache das als Oppositionsführerin im Bundestag. Ich bin froh, dass der Thüringer Ministerpräsident sein Amt nutzt, um auch für dieses Verständnis zu werben. Thomas, vielleicht kannst du auch diese Frage nach der Perspektive von Antirassismus mit in deine Replik einbauen, was Katja eben ja auch gemacht hat. Ja, ich hatte mir eigentlich so ganz so vorgenommen, das ist ein zu großes und eigenes Thema, über die Frage Linke und Regierungsbeteiligung das Fass völlig aufzumachen. Weißt du, ich habe zu oft gesehen, dass linke Regierungsprojekte, die mit die härteste Deregulierung und Kriegspolitik durchgezogen haben. Rot-Grün. Ne? Ich will natürlich wissen, ich nehme an, das ist Konsens zu sagen, mit so wenig gesellschaftlichem Widerstand hätte eine Kohl-Regierung die Agenda 2010 nicht durchsetzen können. Aber ich denke bei sowas natürlich auch an das Frankreich der 80er Jahre, die Partei von Mitterrand und die Kommunisten leiten das, was du Neoliberalismus nennst, ein. Und das ist das Ende der kommunistischen Partei Frankreichs gewesen, mehr oder weniger natürlich beschleunigt
durch den Verlust des großen Bruders im Osten, das weiß ich auch. Und ich wollte auch, vielleicht darf ich auch sagen, ich bin manchmal ein bisschen verbittert, wenn bejubelte Sachen, die sich in eine Niederlage verkehren, nicht ausgewertet werden. Weißt du, ich glaube, das ist der Produzent von Durchlauferhitzern. Ich erinnere daran, wie der Jubel um den sogenannten arabischen Frühling war, dann hat sich das als was anderes rausgestellt und plötzlich wollte niemand mehr eine Veranstaltung dazu machen, weil man sich berauscht hat, ziemlich kurz danach, an dem Jubel über die Tapferkeit von Syriza und griechischem Volk. Ich war auf manchen Podien nicht gerade der Liebling, weil ich ein bisschen angesagt habe, was jetzt Realität geworden ist. Und das war immerhin euer Spitzenkandidat zur Europawahl, wie du dich erinnerst. Und man kann vielleicht sagen, die werden erpresst, aber trotzdem gehören da auch immer zwei zu. Und das ist Elend, was die selber organisieren. Meinetwegen kannst du sagen, von Schäuble erzwungen, aber was die selber organisieren, das verdient meines Erachtens so eine altertümliche und schroffe Vokabel wie Verrat. Sonst, ich hab keine Lust hier sozusagen die Rolle eurer antikapitalistischen Plattform einzunehmen. Na, ihr macht eine Regierung, die schreiben lange Papiere, dass das alles nichts taucht. Das ist einigermaßen erforscht, was da gelaufen ist in Mecklenburg-Vorpommern oder die 10,5 Jahre in Berlin auch. Das waren keine Glanzstücke, sondern das war eher in die Richtung, wie ich sie eben angedeutet habe. Und deswegen gibt es, wenn sowas passiert, eben eine ideelle oder praktische Gegnerschaft. Ich lebe nicht in Thüringen, aber ich wäre bei den Demonstranten, die gegen diese Abschiebung in den Balkan demonstrieren. Und ich weiß auch, dass die ziemlich gesellschaftlich isoliert und alles andere als eine machtvolle Bewegung wären, aber da wäre ich bei. Weil außerdem mache ich an dem Ministerpräsidenten nicht, dass er so klingt wie Kirchentag, aber das ist, ja, das ist mein Subjektivismus, den ich hier mal eben aussprechen wollte. Worum es mir geht, also wenn ich das nicht aufmache. Ich habe versucht auszudrücken, es gibt zwei Wege, sind für mich undenkbar. Das eine ist der Weg Konsens der Demokraten. Und da sollen wir nicht lügen, diese Sehnsucht ist ganz schön verbreitet. Mal so ein Aufruf für eine Anti-AfD-Demo oder Aufstehen gegen Rassismus heißt, glaube ich, der Aufruf, unter dem du aufstehst. Also bis hin zu über Pro-Asyl und Amnesty, bis hin zu interventionistische Linke und Top Berlin und also sogar die sich auf den Demos verkleiden, damit man auch merkt, wie militant sie sind und so, die unterschreiben das gemeinsam mit sozialdemokratischen Ministern. Und diese Struktur, wir Demokraten gegen die AfD, die verkennt eine gesellschaftliche Realität, die ich versucht habe, als Bestialität zu beschreiben. Das ist das eine. Und das zweite ist der Weg des Anschleims, also im Ungewissen des Anschleims an Rassisten. Dieses verständnisvolle Anschleimen, das halte ich für eine Katastrophe. Ich hatte ja vorhin gesagt, ich weiß um den Hass, den du abkriegst. Und ich würde dem Publikum gerne einmal das so vorlesen, das kostet 1,5 Minuten. Das habe ich von den Nachdenkseiten und da kann man ganz gut sehen, was ich mit Anschleimen meine. Da schreibt der Chef der Nachdenkseiten: Ich habe einen Freund, der aus der früheren DDR kommt. Er berichtet von seinem Vater, der in Sachsen-Anhalt lebt und von dem ich wusste, dass er politisch sehr interessiert ist. Und das auch schon zu Zeiten der DDR war und insgesamt progressiv eingestellt ist. Er werde beim nächsten Mal AfD wählen. Dieses Verhalten mag man unlogisch finden, aber man kann es auch als Hilferuf verstehen. Denn was muss sich ein solcher Mensch in diesen Zeiten anhören und ansehen? Er hat sehr wohl gesehen, dass sich unsere Bundeskanzlerin mit ihren offenen Armen für Flüchtlinge
vor allem selbst geschmückt hat. Sie hat die Mehrheit der Menschen in Deutschland nicht mitgenommen. Und wir laufen mit dieser ungeplanten Politik hohe Risiken. Er weiß das oder er ahnt das und er spürt und hört, dass man darüber nicht reden darf, wenn man nicht Gefahr laufen will, als Rechter oder Rechtspopulist stigmatisiert und abgekanzelt zu werden. Der Vater meines Freundes sieht zugleich, wie sich Politiker jener Partei, der Linkspartei, die er bisher gewählt hat, über jene hermachen, die seine Sorgen noch zu artikulieren wagen, Kipping und von Ahlen, rücksichtslos gegen Wagenknecht, genauso der Spitzenkandidat der Linkspartei in Mecklenburg-Vorpommern. Also, du bist die Schuldige, wenn ein ehemaliger Wähler der Linkspartei rassistisch und die AfD wählt. Das finde ich lustig. Dieses Verzeihende, dieses einschleimende Verzeihende, das ist, dazu wollte ich mein Plädoyer geht darum, damit einen Bruch zu machen. Einen Bruch zu machen. Du hast mal gesagt, und das ist für meinen Geschmack zu lange her, dass du nicht zur Verfügung stehst für eine AfD-Leid. Du wirst dich auch daran erinnern, hast du ja selbst gesagt. Und jetzt redest du so oft so, dass das doch auch was Wertvolles sei und dass alle Repräsentanten doch repräsentiert seien. Das halte ich für unangemessen. Ich glaube, dieser Bruch ist unverhinderbar. Ich glaube das wirklich und ich möchte sozusagen ausdrücken, wenn man den Konsens der Demokraten ablehnt, aus den Gründen, die ich vorhin referieren durfte, dann muss man das Recht ablehnen, was sich in der Linken als völkisch-nationalistisch, chauvinistisch und rassistisch auftut. Denn keiner von uns weiß, wie eine mögliche zukünftige faschistoide Entwicklung sich konkretisieren wird. Das kann ich nicht prognostizieren. Aber sie zu unterschätzen und zu verharmlosen, das ist die Hauptgefahr, vor der ich warnen möchte. Ja, vielen Dank an euch beide. Ich mache den Vorschlag, ich kürze meine Fragen auf eine ein. Das passt als Anschluss ganz gut. Lass die Frage nach Sarah Wagenknecht und die Frage nach Jürgen Elsässer hier weg. Und da hätte ich jetzt eine Antwort. Vielleicht wird nein, die Antwort nicht, weil ich anschließend. Nein, ja. ich fände... Okay. Ich finde, das Beste ist, ladet sie ein und diskutiert das mit ihr und konfrontiert sie mit den Sachen. Ich stehe ja gerne gerade für die Beschlüsse der Partei, aber weniger so in so einer Kindergärtnerin-Rolle für alle Parteimitglieder, sondern immer sagen, das direkte Gespräch suchen. Und ich finde es gut, wenn sie genau mit diesen Positionen konfrontiert wird. Ja, Thomas, dann... Nein, also, weil dann möchte ich im Gegensatz dazu sagen, ladet Jürgen Elsässer nicht ein. Diskutiert nicht mit ihm. Mein Leben ist umzingelt von Leuten, die mal korrekt schienen und Arschlöcher geworden sind. Da ist doch Jürgen Elsässer nicht singulär. Ich war auch mal mit Joschka Fischer befreundet, was kann ich dafür? Nein, man kann in einer Zeit, in der man lebt und agiert, nicht erkennen, wer im engsten Wortsinne ein Arschloch wird. Ihr könnt zum Beispiel mal lesen die wunderschönen unpolitischen Erinnerungen von Erich Mühsam. Die Sachen spielen in der wilden Bohème vor dem Ersten Weltkrieg und erzählt auch, mit wem er gern gearbeitet hat, Quatsch gemacht hat, gelebt hat, politisch agitiert hat. Und schon zu der Zeit, in der er das schreibt, ich glaube, das ist 27, wenn ich mich richtig entsinne, ist ein Teil seiner alten Weggefährten zum völkischen Nationalismus und an den Rand der NSDAP gegangen. Das ist also nichts Neues. Dass Menschen, wenn sich etwas als erfolgreich andeutet,
umschwenken. Und ich habe keine Lust, sozusagen biografisch zu suchen und zu sagen, der war schon immer so oder sowas. Das bringt, glaube ich, nicht viel, sondern das gibt's. Und man kann ja nicht bestreiten, dass dieser unglaubliche Aufschwung von rechten Denken und rechter Staatspolitik ein unfassbares Panorama von Groß-Rauskommen aufmacht. Also diese Beobachtung, wie vergleichsweise selbst die rechten Intellektuellen Anfang der 90er Jahre noch waren. Natürlich gab es Boto Strauß und die Boxgesänge und so etwas aus Anlass der Pogrome in Rostock und der Toten in Mölln und Solingen und der Ereignisse in Hoyerswerda. Aber wie formiert inzwischen diese Szene aus ehemaligen Bildchefredakteuren, aus Fokus, aus ich komme von der Welt und berate jetzt die AfD und so etwas ist, das deutet darauf hin, dass die sich sicher sind, dass das ein zukunftsträchtiges, erfolgsversprechendes Projekt ist. Und also im Gegensatz zu dir, ich will es einfach sagen, ist jetzt auch egal, ich hätte keine Lust, mit der Schnepfe Sarah Wagenknecht zu diskutieren. Aber wenn ich es verschweige, ist... Gut. Ich bin immer in Opposition zu dem Thomas gewesen und Verdi betrieb. Und ich freue mich, dass Verdi solch eine Veranstaltung mit dir veranstaltet. Und ich danke dafür, dass wir das machen. Aber eine wirtschaftspolitische Einordnung hast du überhaupt nicht versucht, während du es früher öfter mal versucht hast und auch auf die Schnauze gefallen bist. Deshalb bin ich hier. Weil du ein auf die Schnauze gefallen bist und ich auch. Okay, gut. Wir haben eine gemeinsame Problematik. Der Kapitalismus hat sich weltweit ausgebreitet und du hast kein Wort dazu gesagt. Guck mal, mein lieber Freund, das ist hier heute Laberei von dir. Okay, jetzt ist es auch mal so richtig lebendig geworden. Ich wollte gerne noch mal, ist ja auch gut, um die Uhrzeit müssen ja auch die Leute immer schön wach gehalten werden, durch sozusagen das Adrenalin in die Adern schießt. Ich will, vielleicht kommen wir mal weg von der Personalisierung auf Sarah oder eine einzelne Person, weil es geht ja, es geht, genau. Wir holen das jetzt mal davon zurück. Sagen, ich finde immer, es ist besser, sich mit den Leuten dann in der direkten Auseinandersetzung zu bedanken. Und ich würde jetzt nochmal also ich gehöre zu den Leuten, die sich oft über Sätze von Sarah geärgert haben, die ihn, glaube ich, besonders oft öffentlich widersprochen haben und das auch in Zukunft machen werden, wenn ich finde, da gibt es Aussagen, die im klaren Widerspruch zu dem stehen, was linke Programmatik und linke Praxis ausmachen sollten. Jedoch will ich jetzt schon nochmal eins sagen, dass Sarah im Gegensatz zu fast allen, zu vielen, vielen anderen im Bundestagsabgeordneten immer gegen die Verschärfung des Asylrechts gestimmt hat. Und es ist ja vielleicht auch nochmal ein Kriterium, woran man Leute messen muss. Aber einen Punkt fand ich total spannend jetzt bei deiner Argumentation, Thomas, zu sagen, die sind ja so erfolgreich und deswegen so attraktiv. Also wenn die Analyse stimmt und vieles, was ich wirklich in der direkten Gespräch auch in Dresden gespürt habe, ist in der Tat, wobei Erfolg ist ja immer, aber so dieses, dass die so mächtig wirken, so durchsetzungsstark, so die hauen mit der Faust auf den Tisch. Was folgt denn daraus für uns? Folgt nicht daraus auch eine Pflicht, als Linke und als Humanisten erfolgreich zu sein? Und dann auch darüber gemeinsam nachzudenken, nicht nur wie wir die schönste und wirklich pointiert und zum Lachen vorgetragene Ideologiekritik, alle Ideologiekritiken vortragen, sondern wie man gesellschaftlich erfolgreich werden kann. Und dann würde ich doch noch einen Bogen zu Syriza schlagen, weil ich teile die ganze Kritik, die du hast, aber in einem Punkt widerspreche ich dir, es gehören nicht zwei dazu, sondern im Fall von Griechenland haben drei sozusagen an diesem Ergebnis Schuld, weil auch die gesellschaftliche Linke in ganz Europa hat versagt darin, wirklich breite Solidarität mit Syriza auf die Beine zu stellen. Lassen wir das mal so stehen. Ich möchte gerne meine Abschlussfrage hier vom Podium aus stellen. Die heißt, wenn ihr die letzten 15 Monate gesellschaftliche Entwicklung auf den Punkt bringen müsstet, würde euch dazu der Begriff Faschisierung einfallen? Fangen wir an. Ja, ich finde den Begriff richtig.
Der Begriff sagt ja zwei Sachen aus. Ne? Die Faschisierung findet statt als Staatspolitik und Faschisierung ist ein Begriff der schrecklichen Wandel im Bewusstsein bis tief in die unteren Schichten der Gesellschaft ausdrückt. Und ich finde, dass man, ich folge hier Hermann Gremlitzer, der sagt, wenn man die wichtigsten Aussagen der führenden Repräsentanten der AfD analysiert, zum Beispiel jetzt diese Versuche, den Begriff des Völkischen wieder zu legitimieren in Deutschland, dann sagt, dass zwar kein Parteienforscher und Politiksoziologe und Wahlanalyst, aber es handelt sich im Kern um eine faschistische Ideologie. Angewendet auf die heutige Zeit und ihre Möglichkeiten. Selbstverständlich. Der Gedanke ist ja der, wenn ich mir vorstellen dürfte, was ich für irreal halte, aus Gründen, die heute nicht ausgetauscht werden können, dass Deutschland so ungebrochen der Sieger in der Weltmarktkonkurrenz und die Wohlstandsinsel, die relative Wohlstandsinsel wohlgemerkt, bleibt. Dann könnte ich sagen, das wird eine Verschlechterung für sowieso für Flüchtlinge oder für viele, die im weitesten Sinne linke oder emanzipatorische Politik machen. Wenn ich mir aber vor Augen halte, und das meine ich nicht apokalyptisch, ich habe gerade ein bisschen zu viel Tomasz Konitsch gelesen und dann bricht ja um uns rum immer die ganze Welt zusammen und die Kapitalakkumulation endet und Staaten gibt es gar nicht mehr. Das alles meine ich nicht. Sondern wenn ich mir schlicht und einfach so etwas vorstelle wie ein Einbruch der Exporte um 30%. Eine Verringerung des Reichtumstransfers aus unterlegenen Regionen und das knallt auf Deutschland ein. Das ist ja weit weniger als die Weltwirtschaftskrise von 29 bis 33. Weit weniger, was ich jetzt hier im Angebot habe. Und dieser chauvinistische Verbissenheit paart sich mit einem Rassismus und einer bereitstehenden faschistischen oder faschistoiden Ideologie. Und ich stelle mir darüber hinaus so etwas vor wie Frau Le Pen, Staatspräsidentin in Frankreich, deutsch-französische Achse mit all ihren Bedingungen, die Deutschland exportiert, immer noch ganz majoritär innerhalb Europas zerbreche, dann kämen wir in eine politische Dynamik, die unüberschaubar ist. Die unüberschaubar und gefährlich ist. Und das, was ich nicht verkörpern möchte, ist diese Expertenleichtfertigkeit, das alles droht gar nicht. Man kann doch mit denen reden, es gibt doch auch einen wirtschaftsliberalen Flügel der AfD und so weiter und so weiter. Sondern sowohl die faschistoiden Potenziale, als auch das intellektuelle Milieu, als auch die vielleicht noch von Spaltungen später geprägte Partei stehen bereit. Und wenn ich das sage, dann will ich nicht behaupten, dass ich irgendwie weiß, wie es dann aussieht. Ich kann nach Ungarn gucken, um Anleihen zu machen, selbstverständlich. Ich kann aber doch solche Aussagen nicht machen wie, das bedeutet denn das Verbot der Gewerkschaften. Oder dann muss das Politbüro schließen. Oder dann darf die Süddeutsche Zeitung nicht mehr erscheinen, über deren Brandel ich mich jeden Tag ärgere. Also solche Anforderungen der Präzisierung, was bedeutet Faschisierung oder autoritärer Staat oder wie immer wir das nennen wollen, was bedeutet das unter den Bedingungen,
dass die wahrscheinlich nicht das präzise selbe historische Kostüm wie der historische Faschismus oder gar Nationalsozialismus tragen wird. Und ich will abschließend nur sagen, es gab historisch immer wirklich zu viele Menschen, die gesagt haben, das sei dann nur eine Episode. Ich erinnere an den schlimmsten Fehler von Sozialdemokraten, Kommunisten, auch Anarchisten, auch den Leuten aus der Opposition der Kommunistischen Partei und so weiter, die gesagt haben, so etwas wie, ach, Hitler an der Macht, so schlimm ist es nicht, das wird kurz und er wirtschaftet ab. Das könnt ihr nachlesen, das denkt kein jetzt hier irgendwie von Panik befallener Thomas Ebermann, das war so. Und diese Leichtfertigkeit möchte ich nicht verkörpern, sondern ich möchte sagen, was im Moment so sehr auf dem Vormarsch ist, das stellt eine Gefahr dar, die an ganz vielen Ecken der Welt die Menschen vor dem auch nicht geahnt haben. Wenn ich euch daran erinnern darf, wie kurz das erst her ist, dass die türkischen Proteste auf dem Gezi-Platz uns dazu ermutigt haben, die Hoffnung auszudrücken, dass der damals noch sogenannte Reform-Islam, die Versöhnung mit Kurden, PKK, die Gespräche mit Öcalan, die sogenannte Zerschlagung des tiefen Staates und was wir alles verfolgt haben mit roten Wangen und heißem Herzen, dazu führt, dass da so etwas wie eine, gemessen an den Zeiten der Diktatur, durchs Militär oder des klassischen Kemalismus, zivilisierte Gesellschaft entsteht. Ich nehme dieses hilflose Wort, ich wollte sagen bürgerlich-demokratische Gesellschaft. Und dann gibt es ein paar Ereignisse. Und was die Leute da ertragen jetzt, wirft sie zurück auf so etwas wie in kleinen Gruppen, fast individuell, den Kopf nicht zu verlieren, nicht blöde zu werden, bedrückt zu sein von dieser Masse nationalistischer Demonstration, von dieser Masse auch an Verhaftung und so weiter. Und das kann, und ich finde es völlig leichtfertig zu sagen, naja, aber das ist ja da hinten in der Türkei. Sondern ich kann nicht ausschließen, dass solche Ereignisse, und ich bin ganz frei davon, das zu erhoffen oder zu denken, dann haben wir wenigstens Zuspitzung oder ganz frei davon, dass solche Sachen, wenn ökonomische Krisen sich ein bisschen verschärfen sollten, was meines Erachtens unverhinderbar ist, Deutschland wird seine Exportquote in Europa teilweise einbüßen, schlicht und einfach, weil sowohl staatliche als auch private Kaufkraft dort schwindet, wo sie ihre Profitcenter-Austeritätskonzepte durchgesetzt haben. Ich habe nicht zufällig in meine Rede eingebaut, dass es Situationen gibt, wo die wahren Helden die Passfälscher und Menschenverstecker waren. Nicht, weil ich jetzt mal ein hohes Lied auf was Heldenhaftes lesen können, sagen wollte, sondern weil ich glaube, es kann zu gesellschaftlichen Situationen kommen, die wir alle, und ich bin, wie ihr an meiner Haarfarbe seht, nicht der Jüngste, die wir alle noch nicht erlebt haben. Und sich darauf mit allem, was man hat, mit allem, was Adornos kategorischer Imperativ nun mal verlangt, dagegen zu stellen, ohne den Ausweg in den Konsens der Demokraten oder ohne den Ausweg in, dann finde ich eben ab heute die EU schön, was ja nur eine Variation desselben ist. Ohne sich das zu gönnen, das halte ich für eine denkbare Zukunft. Und ich weiß, dass sozusagen Politiker und Parteipolitiker, die werden von dieser Gesellschaft in die Pflicht genommen, Zuversicht auszustrahlen. Das ist nun mal so, dass mit das Wirkmächtigste an der bürgerlichen Ideologie oder an der Welt, in der ich lebe, ist sowas wie Positive Thinking, Ärmel aufkrempeln, Zuversicht. Sich freuen über einen Wahlsieg und ärgern über die fünf davor und
Aber hochreisen, wir haben es geschafft. In dieser Stimmung bin ich nicht. Und ich glaube, das ist keine Psychomacke meiner Stimmung, sondern das ist einigermaßen durchdachte Analyse. Und nur in diesem Zusammenhang sage ich, wenn Linke sich auf das Völkische oder auf die nationale Souveränität als etwas Positives einlassen, und dafür hatte ich nur den Mélenchon zitiert, wenn sie das tun, sind sie auf der Seite des Gefährlichen und keine Bremse des Gefährlichen. Wenn sie humanistisch-reformistisch sind, wenn sie meinetwegen keynesianisch-antimarxistisch sind, das alles sind Differenzen, die sind so selbstverständlich, wie dass es in Hamburg periodisch regnet. Wenn sie aber völkisch werden, wenn sie den Nationalstaat als die Lösung der Krisenphänomene, die uns begegnen werden, definieren, dann werden sie, und das sage ich jetzt nicht, ich bin auch froh, dass wir von der Personalisierung weg sind, das ist eigentlich gar nicht mein Anliegen, dann werden sie Bestandteil einer reaktionären Entwicklung. Und ich will einfach was Prognostisches zum Schluss sagen. Und das ist auch ein bisschen Reklame, dass hier am 16. Januar nochmal kommt. Es wird mehr Linke geben, als ihr denkt, die im zweiten Wahlgang in Frankreich zur Wahl des Front National und von Frau Le Pen aufrufen. Und wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, ist das nicht schlimm. Aber ihr müsst die Tragik und Verruchtheit dieses von mir prognostizierten Vorgangs schon sehen und ernst nehmen. Das ist kein Film, den ich jetzt hier, weil ich der beste Rechercheur der Welt bin, von einer abseitigen Stimme aus dem Internet oder sowas gefunden habe, sondern das ist eine reale Bedrohung. Und das Wort Querfront, das oft missbrauchte und auch für falsche Tatbestände benutzte Wort Querfront, wird in dem Moment Wirklichkeit, wo Linke ebenfalls zu der Auffassung kommen, man müsse die mehr oder weniger homogene Nation gegen die Wirrnisse von Globalisierung und EU und so weiter restrukturieren. Nur dies möchte ich in aller Ernsthaftigkeit gesagt, und das ist jetzt ja nur gesagt und nicht bewiesen, was ich eben gemacht habe, aber das ist schon das, was ich glaube, was man wissen muss. Also in der Tat, der AfD, zumindest der dominante Teil, der andere wird zunehmend irrelevant. Also es gibt Historiker, die, wie ich finde, recht überzeugend herleiten, dass das schon ein Ausdruck einer Faschistisierung ist. Es gibt auf jeden Fall innerhalb der EU einen Trend zu einer Autorisierung, autoritären Neoliberalismus. Also insofern gibt es wahrlich keinen Grund, leichtfertig das irgendwie wegzureden. Und es ist auch kein Geheimnis, wenn man mit Linken zusammensitzt in den letzten Monaten, gibt es immer wieder die Situation, spätestens nach dem zweiten Glas Wein, wo man sich fragt, so ja, was ist denn, wenn wir uns mal selber die Frage nach einer Fluchtroute stellen müssen? Gibt es denn überhaupt noch ein Land, wo wir uns dann hinbewegen könnten, weil man nicht weiß, wohin das gesellschaftliche Pegel ausschlägt? Das Entscheidende ist, oder die Frage, die mich umtreibt, wie geht man mit dieser möglichen oder wahrscheinlichen Gefahr um? Angststarre wird niemandem helfen. Und ich mache jetzt hier auch nicht sozusagen den Gute-Laune-Entertainer, aber ich werbe dafür, dass genau das Wissen um diese Gefahr nicht zu einer Angststarre führt, sondern zu einer Entschlossenheit und Widerständigkeit. Und deswegen lese ich jetzt einfach zum Schluss was vor. Ich habe ja angefangen mit der Besichtigung eines historischen Gemäldes. Dieses Gemälde vom Floß der Medusa hängt ja heute im Louvre direkt neben dem Bild Die Freiheit für das Volk. Das kennt ihr, ne? Das ganz bekannte Revolutionsbild, wo die Freiheit barbusig auf der Barrikade, der kleine Junge daneben auf der Barrikade ist. Und diese Bilder hängen nicht ohne Grund nebeneinander. Also weil der Maler des zweiten Bildes wurde ganz stark inspiriert durch dieses Bild. Und es ist genau während einer Revolte, wo innerhalb kürzester Zeit die Herrschenden weggejagt wurden, entstanden. Und das hat mir so gezeigt, manche Entwicklungen hängen untergründig zusammen und sind nicht ganz klar. Ich ende in meinem Buch dann auch mit einem Bild, und zwar einem Bild aus einer Zukunft.
Dieses Bild könnte meiner Meinung nach den Titel tragen, ein Land für alle. Wobei für alle meint, Abschied zu nehmen von allen Ausgrenzungen, allen Barrieren abzubauen und einen sozialen Universalismus in Wort und Tat umzusetzen. Und anknüpfen müsste ein solches Bild, wie ich finde, an der großen sozialistischen Vision in der Ästhetik des Widerstandes von Peter Weiß, dass die da unten abließen voneinander und sich selbst befreien. Und dass es einen Gegentrend gibt zu dem, was jetzt läuft, dass all die Spaltungslinien, die gegenwärtig vertieft werden zwischen denen, die wenig haben und denen, die noch weniger haben, dass die nach und nach verschwinden. Und in der Tat, es gibt keinen Automatismus. Wir können verlieren, aber das werden wir mit Sicherheit, wenn wir stillhalten. Die Entscheidung lautet, entweder Aufbruch in einen grenzübergreifenden Postkapitalismus oder allmähliche Fragmentierung der Gesellschaft hin zur organisierten Barbarei, zur permanenten Krise und zum weltweiten ökologischen Zusammenbruch. Es hat längst begonnen. Der Krisenkapitalismus gleicht immer mehr einem einstürzenden Altbau, in dessen Gebälk es mit jedem Tag bedrohlicher knirscht. Der Staub rieselt schon herunter. Es ist höchste Zeit, diesen Laden zu verlassen. Und eine Skizze, die in Richtung des Notausganges weist, haben wir bereits in der Hand. Mehr wird es nicht geben. Erst hinter der Tür beginnt der Horizont des Möglichen und der Weg dahin, der entsteht beim Gehen. Also worauf warten wir? Kurzum, ich finde, wir müssen uns nicht über Prognosen streiten, sondern wir müssen uns vor allen Dingen einer Frage stellen, nämlich für welche Zielrichtung wollen wir streiten? Und ich werbe dafür, dass wir uns für einen grenzübergreifenden Postkapitalismus stark machen. Ich schlage euch vor, dass wir dem nichts mehr hinzufügen und eine Diskussion, die hier vielleicht noch im Raum ist, in den Vorraum bei einem Glas Bier verlagern. Ich möchte an dieser Stelle gerne nochmal einen Dank aussprechen an euch selbstverständlich, dass wir uns, glaube ich, als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter eine fundierte Analyse und auch eine Perspektive aufgezeigt habt.